Okay, das ist jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung für die Aufnahme, weil ich die zu spät gestartet habe. An sich wurde noch nicht viel gemacht, außer unsere Kolonie hat jetzt einen Namen bekommen. Das werde ich soeben umbenennen, diesen Waypoint. Denn das ist jetzt nicht nur irgendein Zuhause, sondern das heißt jetzt Justizhofen. Überhaupt nicht inspiriert von Herzhofen und vor allem nicht absolut beeinflusst durch die drei Charaktere, die wir haben, die eben, naja, Gerechtigkeit verkörpern. Polizist, Detektiv und Richter. Ja, und jetzt haben die Spieler eben Zugriff auf das Renown-System bekommen. Das heißt, wenn sie jetzt bestimmte Sachen erbauen, kriegen sie eben Ansehen dafür und dieses Ansehen können sie ausgeben für Händler, für Trainer. Die Trainer haben so passive Effekte, zum Beispiel ein Doktor wird Healing-Items jede Woche produzieren, ein Schnösel wird mehr Geld geben, ein Farmer wird Brot bringen und so weiter und so fort. Wie auch, dass sie sich direkt einfach Items bestellen können auf gewisse Weise, die sie dann eben einfach haben. Die dann natürlich auf die ganze Gruppe übertragen werden, ne? Oh, ich sollte nicht so weit gehen. Ja, das war ein kurzer Breakdown. Ich habe die Aufnahme zu spät gestartet. So, jetzt wieder zurück zum Live-Event. Oh mein Gott, warum ist dieser... Oh, mein fliegendes Pokémon ist ausgenockt worden. Oh. Und wir haben einen Code verloren. Was willst du? Geh weg! Ich muss hier irgendwie weg. Ah! Oh, wir sind auf friedlichen Modus. Hä? Das heißt, Kurt, die einzige Möglichkeit für Kurt zu sterben war durch Lava. Oh mein Gott! Was ist dieses Onix? Oh mein Gott! Onix, bleib ruhig! Onix, beruhige dich! Wenn du weiter. Ah! Level 10? Was? Aha. Ja. Megatrain? Ja. Oh, Metal Sound. Bind. Was war dieses Onix? Diese Region überrascht mich immer wieder. Sehr, sehr speziell, dieser Ort hier. Unfassbar speziell. Ich habe immer noch keine Stahlattacke. Das heißt, gegen Boden. Dieses ist doch nicht Typ Boden, oder? Das kann ich doch Charge Beam. Aha. Funktioniert doch exzellent. Mein Kling wird immer stärker. Du hast keine Chance, Roly-Coly. Oh, meine Genauigkeit. Aber Vice-Grip rettet den Tag. Kohle. Anpi. Typ Boden. Ich renne. Ruhig dich, Fanpi. Oh mein Gott. Ich vergesse immer, dass wir eine gigantische Schlucht bei uns haben. Regen kündigt sich nie an. Sehr überraschend immer. Auch sie ein wenig zu stark. Aber Miltank? Fordert mich direkt heraus. Das war dein größter Fehler, Miltank. Oh, ich hab... Daneben. Deine Verteidigung wird dir nichts bringen, Miltank. Mein Spezialangriff wird nämlich immer stärker. Wow, es ist ziemlich resistent gegen meine Angriffe. Na komm schon. Verlier endlich. Ja, schön. Level 17.
Ah? Der Professor? Hallo? Dürfte ich mal kurz ein Gespräch mit Ihnen führen? Aber... Ah, okay. Schieß los. Ich habe ein Problem bezüglich meines Charakters. Okay. Ich weiß nicht ganz, wie ich das handeln soll. Ich habe Sarnoy und halt Tamina entdeckt, die geklaut haben. Ich würde halt gerne meine Rolle als Polizist erfüllen und die halt, keine Ahnung, erstmal verhören. Und ich weiß halt nicht, wie ich die aufhalten soll, so in Minecraft persönlich. Und wenn die Sage halt stehen bleiben und ich bin an denen dran, dann deshalb geht das halt nicht. Offizieller Pokémon-Kampf. Gibt's da irgendwie du bist auch ein DM. So, was man da machen kann, wie man sagen kann, DM. Meister, yo, bleibt mal stehen, ich hab euch gefuckt oder sowas. Verstehst du, was ich meine? Regel mit Pokémon-Kampf. Regel das mit einem Pokémon-Kampf. So sehr offiziell. Sag einfach, das ist jetzt Real Last Encounter. Als DM kannst du es einfach sagen. Okay, das hört sich gut an. Dankeschön. Der Professor, was gibt es? Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Nicht wirklich. Ich bin gerade am Trainieren. Ja. Meine Pokémon werden langsam, aber sicher stärker. Mein Klink hatte ich mit Level 10 bekommen. Jetzt ist es Level 17. Das sind zwei sehr eifrige Zahnräder, die von mir weglaufen. Ja, mein Riolu macht auch. Klink, komm wieder! Lucario macht auch ab und zu das. Klink ist sehr schüchtern. Aber egal. Es ist stark. Es weiß es nur noch nicht. Also gut, auf, weiter ins Trainingslager. Dieses Mal Richtung Westen. Sie gehen nur trainieren, Professor? Ja. Warte, können Sie mir sagen, wie Sie diese Schuhe hergestellt haben? Oder hat das Le Schmied gemacht? Ich baue gerade welche, soll ich die ein bisschen mitbauen? Oh, das wäre sehr gut. Das hat sich aber schnell geklärt. Viel Erfolg, Professor. Danke. Was gibt's denn hier für Pokémon, die ich vielleicht besiegen kann? Eine Menge Elektro-Pokémon. Was nicht so gut ist. Okay. Flug-Pokémon auch. Oh ne, mit dem Winkel auf gar keinen Fall. Irgendwie finde ich kaum Pokémon, die ich vernünftig trainieren kann mit meinem Klink. Das ist ein Wasser-Pokémon. Oh, das ist 742! Ich hab's so schwer gesagt. Ja, jetzt muss ich tryharden. Shinotic ist eigentlich so mein stärkster Boy. Das hat weh. Das hat sehr weh. Oh, er schläft! Holy shit! Strength Sap. Wir machen den Angriff niedriger. Und healen uns. Dann Mega Drain wir. Oh! Kann es immer noch so stark sein? Cotton Guard! Obwohl, ist nicht so schlimm. Ich hab Spezialattacken. Ja, Spezialattacken. Ich kann nehmen. Ich muss es zum Schlafen bringen eigentlich. Was mache ich hier? Sleepada. Oh, jetzt habe ich es vergiftet. Ah, es hat sehr niedrige Stats und ich muss nur stallen. So, lass es jetzt sofort sterben. Versuch seine Genauigkeit zu senken auch noch. Vielleicht kann Klink es sogar schaffen, weil er gegen normale Attacken resistent ist. Was hast du hier versuchen? Oh oh. Charge Beam. Oh, er spammt nur für seine Links. Oh, vergiftet, ja.
Ich glaube, ja, Retaliate hat nur 5 PP. 1400 XP, 18, 19. Und bei du? Wow. Was für ein Encounter. Ah! Oh, da seid ihr ja auch am Trainieren scheinbar. Na, ich werde auch ein bisschen trainieren. Ich hoffe, das. Ich hatte gerade einen epischen Kampf gegen einen Level 42 Furfrou und gewonnen. Oh, sehr gut. Das Pokémon ist aber sehr schwach, deswegen war es der einzige Grund, weswegen ich gewinnen konnte. Und es war sehr, sehr dumm. Ah, warte, aber da hinten ist direkt das Pokémon Center. So. Ah! Lass mich! Schwinde, Rattata! Treffen, Klink! Sehr gut! Und Thundershock! Sehr, sehr gut! Oh, davor halte ich mich an. Ich glaube, mein Klink schneidet sehr gut gegen normale Pokémon ab, aber... Fünf auf jeden Fall. Oh, und ich höre dir. Aber egal, wir versuchen es. Oh. Ein Angriff darf er ruhig senken. Charge Beam. Wir wechseln. Wir wechseln. Au, aber in Ordnung. Jetzt nehmen wir seine Stärke. Aha. Bringen ihn zum Schlafen. Bringen ihn zum Schlafen. Oh oh. Das ist ja meine Verteidigung, senkt das nicht sehr gut. Mega Drain macht nicht viel Schaden. Komm schon! Shinotek, bevor er dich angreift! Ja! Und Klink ist Level 20 und Automize! Finde ich. Machen wir mal so. Und Porkchop. Und Knochen. Ich habe die Knochen dieses Pokémons genommen. Die Pixelmama ist so brutal. Diese Implikation bei dem, was man lootet. So gruselig. Oh! Ist das wohl eine Herausforderung? Herausforderung! Angenommen! Wenn man mit Wickerwolt anfangen. Wickerwolt ist sehr verlässlich. Oh! Das war ein einfacher Trainer. Ist das ein Item? Oh ja. Was haben Sie bekommen? Ein Superball. Oh, sehr gut. Ich habe das ist super. Ich hätte vielleicht eine Frage, Professor. Und zwar, ich habe so ein Pokémon besiegt, was relativ selten ist. Und es hat das hier fallen gelassen. Ich weiß leider nicht, was das ist. Ah, Sticky Bug. Das Pokémon, das dieses Item trägt, kriegt Schaden. Wenn das Pokémon aber mit einem physischen Angriff angegriffen wird, dann überträgt es sich auf das Pokémon, das angegriffen hat und macht dem Schaden. Oh. Ein sehr speziell anwendbares Item. Es gibt nicht viele Strategien, bei denen man es benutzt. Okay, das ist gut zu wissen. Vielen Dank. Gut, dass jetzt keine deiner Pokémon ausgerüstet hast, weil sonst werden die ganze Zeit Schmerzen haben. Ah, dann ich will nicht, dass meine Pokémon Schmerzen haben und deswegen gebe ich mal einen Mandarin und dann lege ich es weg. Wodchuck!
Ich fordere dich heraus! Oh, Traumatize! Oh, es setzt Geduld ein. Na dann, bereiten wir uns vor. Und Charge Beam! Und Charge Beam! Oh oh. Es ist wieder Geduld ein. Oh oh! Das war nicht so schlau. Helopteil, Bandits, Bulldogs. Oh oh. Es ist schneller, aber es ist im Wasser und ertrinkt. Apricorns, warum nicht? Schon wieder Watchdog. Und ein Trainer. Ein schwacher Trainer. Und mehrere schwache Trainer, oh mein Gott. Ich brauche Heilung. Heilung. Bitte. Ein Pokémon muss geheilt werden. Es muss ins Hospital. Murkrow. Ein Pokémon für Randall, aber ich habe gerade keine Zeit, um es ihn zu fangen. Es tut mir leid, Randall. Oh. Gold. Brauche ich nicht. Ich sehe keinen Wert in Gold. Pokémon fertig erhitzt in der Mikrowelle. Und weiter geht's. Mein Pokémon wurde sehr erhitzt vor kurzem. Aha. Es macht alles viel heißer. Ah! Oh mein Gott. Und es glänzt so schön. Ja. Ein seltenes Exemplar und sehr wundervoll. Haltet auf jeden Fall fest daran. Werde ich. Und jetzt, ja genau. Jetzt wollte ich raus. Und ich trainiere weiter. Auf, auf! Ja! So. Wenn ich dann jetzt ein bisschen trainiert habe, kann ich vielleicht random unsere Bewohner herausfordern. Um sie zu testen, ob sie denn stark genug für die Repräsentation unserer Kolonie sind. Und die Trainer hier. Oh, die waren perfekt, um Kling und mit Kling zu trainieren. Oh. Scheiße. Warum sind die denn nicht mehr hier? Warum ist da Licht? Warum ist da Licht? Was ist das? Ich wüsste, wer das gebaut hätte. Oh! Oh mein Gott! Holy shit, ich bin... Ich wüsste nicht, dass dieses Loch da ist. Ich bin einfach gesprungen, weil... Ich dachte, das wäre so eine kleine Lücke, dass ich da einfach mal eben drüber springe. Aber es ist einfach ein tiefes Loch. Ich hab's im letzten Moment gesehen. Holy shit. Ich kämpfe jetzt einfach gegen irgendwelche random Pokémon. Mein Special Attack wird decreased. Nein. Hör auf zu snarlen, du Wichser. Vice Grip. Oh, jetzt setzt der Tackle ein. Oh mein Gott. Ich rück die Krise hier. Brief. Ich will mal eine Beschwerdemail einreichen.
Ja, und schon ist klingt geschwächt. Aber egal. Dafür gibt's das örtliche Pokémon Center. Wie Level ist der? Transfer Tutor. Transfer Tutor? Thunder. Für ein Eisen. Die Tutors hier sind so unbalanced. Ups. Die sind halt absolut nicht irgendwie an das Spiel angepasst. Deswegen, die muss ich auf jeden Fall mal deleten. Trainer random spawn ist ja okay. Aber. So, Move Tutors, das gebe ich denen nur, wenn sie das auch mit ihrem Mühnamen holen. Weil dann kann man scheinbar richtige OP-Attacken für ein Stück Eisen kriegen. Aber wir wollen ja einen halbwegs langsamen Fortschritt. Jetzt tackelt er mich. Jetzt habe ich absolut die Erwartung, dass er Snarl einsetzen wird. Leer, ja. Er lässt mich chargen. Und finish him! Finish him! Fast ein Level up. Copperacha, oder? Ist das Copperacha? Das ist, glaube ich, die Vorentwicklung von Copperacha. Die Namen von der 8. Generation habe ich immer noch nicht ganz drauf. Teilweise von der 7. nicht. Wobei, ich kenne die nur auf Englisch, weil ich noch nie auf Deutsch gespielt habe. Yes. Ich glaube, so lange dauert das für Klingt gar nicht mehr, dass es sich entwickelt. Also, es entwickelt sich spät, aber... Doof. Charge Beam. Charge Beam. Victory. Ich hab Angst. Ich merke mir, hier nie runterzugraben. Jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Was ist denn Lava hier so in der Nähe? Das ist ein bisschen spooky. Charge Bam daneben. Komm schon. Ein Treffer noch. Oh mein Gott. Ist jetzt einfach Weißgrip an. Das wird bestimmt reichen. Das hat gereicht. Und halt so viele Items droppen. Wird irgendwann ein bisschen nervig. Aber egal, muss man wohl mit dem Level 6 Miltank. Dagegen will ich nicht kämpfen. Ich möchte aber, nein, auch gegen keine Level 7 Taube kämpfen. Mit Leo kann Feuerattacken haben. Nee. Wo sind die Trainer? Wir waren Trainer. Wo sind sie denn? Where are you? And I'm so sorry. I cannot sleep, I cannot dream tonight. I need someone and always. The sixth ray darkness comes creeping on, so haunting every night. Okay, ich hör auf. Gucken wir doch einfach, was in Justizhofen passiert. Der neuen autoritären Diktatur, die wir scheinbar errichtet haben. Das ist Kobalium. Hallo, Level 70 Kobalium. Ich gehe einfach weiter meines Weges. Schuppen. Ja. Was? Ja, was? Sind wir mit dem riesigen Metall was passiert da? Weil sie mir Angst gemacht haben. Ja, aber der mehrfache Fluchtversuch im Büro des
der Polizei. So ist meine Familie allgemein. Wir rennen immer weg, wenn irgendwas entsteht. Reflex. Was mit der Veranstaltung von dem Gebäude? Aber mit den Erdbeeren kann ich nichts. Nee, doch. Ich hab gesehen, dass sie das auch waren. Gasttier. Wollte ich mal ein bisschen was schöner machen. Ja, das geht nicht. Das habe ich gesagt, das geht nicht. Aber wir sind doch ein freies Dorf. Wir dürfen doch hier Sachen bauen. Nee, aber nicht in anderen Leute Häuser. Aber wir nicht. Ich bin kein Polizist, ich darf es auch nicht bearbeiten. Okay. Herr Professor, kommen Sie mal kurz rein. Ich habe ein starkes Paar Zahnräder. Wow! Ein Buch wurde geklaut, was sehr, sehr wichtig ist. Aha. Was die Wartenkammer war und was zum Töten von anderen angeeignet ist und es ist nicht mehr. Was? Also, wieso haben wir überhaupt ein Buch, was zum Töten anderer Menschen da ist? Warum haben wir das? Warum schmeißen sie das nicht direkt in die Lava? Weil jemand anderes in die Mine gehen könnte und ich wollte das Buch halt in der Asservatenkammer halten, damit der Asservatenkammer einen Sinn hat. Aber anscheinend war es nicht gut genug gesichert, weil jetzt das Buch nicht mehr da ist. Was steht da drin? Da steht nichts drin, das ist ein verzaubertes Buch. Verzaubert? Ja, in dieser Welt gibt's verzauberte Bücher. Nein? Doch. Darum warst du in der Asservatenkammer drin. Ich verstehe gerade gar nichts. Gibt's jetzt ein Problem oder nicht? Ja, das Buch ist nicht mehr da. Okay. Das ist nicht gut. Aber einen Moment, ich muss jemandem helfen. Das heißt, es werden Menschen getötet. Da ist ja noch keiner gestorben. Brendel? Brendel? Das ist noch nicht riesig. Oh, er ist frei. Ich geh weiter trainieren. Das ist so awkward. Okay. Wie gefällt euch der Park? Ich finde ihn sehr, sehr schön. Oh, das ist ein... Sieht das korrekt aus. Eine große Kugel. Ich werde die Kugel bezwingen. Machen Sie das! Ah, werde ich nicht! Oh Gott! Die Kugel ist stark! Ah! Es kann treten! Professor. Die Kugel kann treten! Hey, Mario! Herr Professor! Ja? Wissen Sie, wo Justice Benavent ist? Nein! Eventuell Garci? Warte vorher. Nein. Oh mein Gott! Ah! Für Gassi ist es noch zu früh. Um mit seinem Pokémon Gassi zu gehen, ist es noch zu früh. Aber... Ich habe gesehen, wie er weit weggegangen ist. Mehr weiß ich leider nicht. Er ist verschwunden. Vielleicht geht er trainieren. Ich habe ihn vorher auch beim Trainieren gesehen. Aber er sollte doch für Recht und Ordnung in dieser Stadt sorgen. Dafür braucht er starke, trainierte Pokémon. Er wollte trainieren. Warum sind alle die ganze Zeit so... Er wollte trainieren, übervorsichtig. Er ist in die Richtung von meinem Haus. Das habe ich auch gesagt, aber mir hat keiner geglaubt. Ja, ich erinnere mich wieder. Wir sind auch alt und vergesslich. Ja. Aber. Manchmal nur. Die andere Hälfte ist immer die Wahrheit. Oder zumindest was Hilfreiches. Hoffe ich zumindest. Ja, kann sein. Kann es sein? Nein, es ist doch... Bin ich nicht hilfreich? Ja, doch, sind doch der Professor, natürlich sind sie hilfreich. Sie dürfen sich doch nicht verunsichern lassen. Du hast recht. Was ist das hier für ein Ritual? Ganz Zeit gemacht. Was passiert heute? Sobald
Justizhofen den Namen bekommen habt, ist irgendwie alles chaotischer geworden. Ich dachte, ein Name sorgt für mehr Einheit und nun Zusammenhalt. Ja, wir sollten gemeinsam an unserer Kolonie arbeiten. Und nicht verrückte Dreckformationen bauen. Also gut, ich hatte vor zu trainieren. Das werde ich auch weiter machen. Ich werde auch trainieren. Aber nicht gegen Carpador. Die bringen nichts zum Trainieren. Mauzi hingegen. Oh, meine Pokémon, die ich trainieren will, sind ausgenockt. Super. Heilung. 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 Heilen. Heilen. Geheilt. Geheilt. Sie sind geheilt. Meine Pokémon sind geheilt. Das ist ein Wunder. Gegen was für Pokémon soll ich kämpfen, um diese beiden Pokémon effektiv zu leveln? Das ist absolut egal. Am besten nicht gegen Gestein und Stahl. Gegen sonst werden sie nichts effektiv sein. Außer ich glaube, das eine kann Biss erlernen. Dann ist es gut gegen Psycho-Pokémon. Und gegen Geist-Pokémon. Aber erst, wenn es Biss erlernt. Also die Ratte. Ah! Ich bin noch nicht bereit für einen Kampf. Noch nicht, aber bald. Auf zum Trainieren. Was sind wir da am Wasser für Pokémon? Ich hoffe Wasser-Pokémon. Vielleicht bei... Oh. Aha, Level 20. Dratini. Das ist ja ein süßer Sound. Was? Ach, es hat mich ausgetauscht. Das ist so verwirrt. Ah, gut, dass es gegen mein Pokémon mit einer Fähne. Danke, ausgetauscht hat. Excuse me. Pichu. Das sah mir was. Paralysiert, ha. Huh? Gut, dass mein Pokémon durchzieht. Yes. Ich kann einfach nur die ganze Zeit das Summing Voice spam. Hauptsache es heißt Disarming Voice. Aber man greift an. Die Disarming Voice ist selber eine Waffe, obwohl sie eine entwaffnende Stimme ist. Krass, Alter. Helioptile. Ich möchte nicht Typ Elektro gegen Typ Elektro machen. Ah, es hat Levitate. Heftig. Krieg's damit? Ja, Volt Switch ist stark. Komm, und Klink holt jetzt auch den letzten. Oh oh. Bodengeist. Mit meiner normalen und Elektroattacke. Ich hab sie keine Wirkung. Wechseln wir zum Pflanzen-Pokémon. Oh. Angesichts, dass wir eine Menge deutsches Recht geäußert haben, kann ich die Informationen, die ich soeben gehört habe, leider nicht für mich behalten. Was steht da wieder vor, ey? Als Bürger dieses Staates muss ich natürlich so etwas. Staates? Oh mein Gott. Wo hat der nochmal ganz genau gesagt? Wir bauen wirklich gerade eine Diktatur hier auf. Was passiert hier gerade? What's happening? Danke sehr.
Ja. Ominous. So ominous. Warum sind Flug-Pokémon immer so weit oben? Sie sollen runterkommen. Mich konfrontieren wie ein Mann. Wie die. Die Flug-Pokémon sind so weit hoch. Sie sollen runterkommen und kämpfen wie ein Mann-Pokémon. Ich wünschte, es gäbe diesen Typen. Typ Mann. Das wäre sehr besonders. Und es wären einfach Menschen und keine Pokémon. Das wäre ein Mann-Pokémon, glaube ich. Oh, das ist mehr als nur ein Mann. Es ist... Zwei Mann. Zwei Mann. Es wäre Typ 2 Mann, eindeutig. Und dieses... Glimmeo... bringt meine Zahnräder die ganze Zeit zum Schlafen. Oh Mann. Wach auf! Wie kann die Uhr weitergehen ohne... Ah, gewonnen. Ich glaube, mein Golbat mag mich nicht. Es gibt immer Sanftglocke, dieses Charmian. Ja. Mein Golbat will keine Freundschaft dazu bekommen, egal wie oft ich mit ihm kämpfe und gewinne. Das ist beunruhigend und sehr, sehr unglücklich. Irgendwann wird es mich lieben. Irgendwann. Du musst wahrscheinlich nur... Du musst warten, bis das Golbat den ersten Schritt macht. Du darfst es nicht drängen. Das stimmt. Das ist kein guter Anfang für eine Beziehung. Hier, nimm Aprikosen. Oh, gerne. Worüber reden wir nochmal? Golbat, Freunde. Ah, stimmt. Ah, was ich weiß, ich habe gesehen. Aus Aprikokos werde ich mir jetzt eine Badge Pouch machen. Oh, was ist das? Ich kann da drin Orden sammeln, wenn ich irgendwann mal zufälligerweise eine Arena auftreffe. Vielleicht kann ich da ja einen Orden machen. Ich habe gehört, die sind wohl auch. Vielleicht hier irgendwo, also zumindest da, wo ich herkam, gab es 8 Stück. Vielleicht gibt es hier auch welche. Hier gibt es keine. Oh, dann brauche ich mir keine machen. Brauchst du tatsächlich nicht. Ich glaube, das wäre eine Verschwendung. In dieser Region gibt es keine Arenen, zumindest noch nicht. Wir müssen den Ort erst beliebt genug machen, als dass man hier Arenen errichten könnte, aber das ist etwas, was weit in der Zukunft liegt. Wir sind ja nur die erste Stadt von vielen. Und man braucht ja schließlich mindestens 8 Städte, um eine Pokémon-Liga zu gründen. Am besten sogar 9. Sagen Sie, haben Sie kein Interesse an dem Pokémon Electabuzz? Nein. Es ist zu grob. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr starke Hände bei mir brauche. Ich habe schon so viele starke Hände. Das stimmt. Ich glaube, das reicht schon. Ja. Nun, vielleicht werdet ihr irgendwas anderes Praktisches irgendwann finden. Schließlich gibt es genug Pokémon. Denke ich zumindest. Ich hoffe. Diese Region hat an seiner Vielfalt bisher nicht enttäuscht, finde ich. Ja, stimmt. So, Herr Professor. Ja? Ich muss jetzt eine Fortbildung machen gehen. Darum bin ich erstmal weg von der Stadt. Und bin wahrscheinlich jetzt offline. Sehr wohl. Macht eure Fortbildung. Und wir bauen ein Haus am Sonntag, ja? Wenn ich am Sonntag komme oder nächste Woche danach. Sonntag wahrscheinlich bin ich nicht da. Ich habe ja Montag Klausur, dann bin ich Sonntag nicht da. Sehr, sehr beschäftigt, der Herr Richter. Okay. Oh, ein Trainer. Genau auf dem Level für mein Klink. Ein Rattata kann ich besiegen. Ich bin im Baum mit der Kamera. So. Und Angriff. Oh, es beißt.
Doch, mein Pokémon wird immer stärker. Es beißt. Aha! Gewonnen. Nice. Rock'n'Roller. Immer schön, wenn ab und zu ein paar Trainer vorbeischauen, die man einfach in Grund und Boden stampfen kann, um ein wenig Geld zu machen. Apropos Trainer. Der gute Freund, der vor kurzem angekommen ist, ist ordentlich stark. Er ist nicht schlecht. Ich habe gehört, er hat viel trainiert. Ich habe versucht, gegen ihn zu kämpfen und nur sehr knapp gewonnen, obwohl mein Team auf seinem Level war. Fast auf seinem Level. Und er hat nur drei Pokémon genutzt, ich 6. Er hatte ja einmal gegen dich verloren, soweit ich weiß. Ich glaube, das wollte er sich nicht gefallen lassen. Ich glaube, gegen dich. Nee, er hatte doch gegen unseren guten Freund Ben verloren, oder nicht? Das kann auch sein. Ich war mit Ben und Eragon unterwegs. Ja, das war die Geschichte, die er erzählte. Aber ja, er ist nicht sehr schwach. Aber dennoch gut. Sein Rock kein Mann gefällt mir, ein sehr schönes Pokémon. Oh ja. Ja, und wenn wir umso mehr Trainer wie ihn anwerben können, wäre das perfekt. Und ja, irgendwann, darüber hatte ich ja schon mit Eragon geredet. Vielleicht kann man ein kleines Turnier starten und noch mehr Ansehen erregen. Das könnte interessant werden. Aber dafür brauchen wir zuerst genügend Trainer, die unsere ganze Stadt eben repräsentieren. Und nur die Besten daraus würden an den Turnier teilnehmen, um dann gegen Leute von anderen Regionen zu kämpfen. Ah, Leute von anderen Regionen werden hierher kommen? Selbstverständlich, das wird der Zweck des Turniers. Auch wir wollen ihn repräsentieren, Person? Dass wir stark sind. Keine Ahnung. Herr Professor. Hallo? Ich habe gerade gegen ein Pokémon gekämpft und es hat mir einen Dunkelstein gedroppt. Was kann ich damit anfangen? Damit könnt ihr einige Geist- oder Unlicht-Pokémon entwickeln, die es benötigen. Ihr Schwert braucht dieses später, für die dritte Stufe. Oh, genau. Und für die zweite Stufe? Muss es nur trainiert 41. werden. Okay. Es muss sehr extrem trainiert werden, aber die lange Reise ist es wert, glaub mir. Es ist sehr, sehr stark. Okay, gut zu wissen. Vielen Dank. Ich meine, es ist ein Schwert. Es ist wortwörtlich dafür da, jemanden zu besiegen. Was anderes kann es nicht. Oder? Ja, ein wenig. Gruselig ist es dennoch. Schwerter sollten sich eigentlich nicht selbst bewegen. Eigentlich nicht. Doch Pokémon finden immer irgendeinen Weg, sich zu manifestieren. Ich habe mir zu viele Pokédex-Einträge zu Geist-Pokémon durchgelesen. Das ist keine gute Idee. Geist-Pokémon sind von den meisten Mythen und von etwas, was man Creepypasta nennt, umgeben. Kennen Sie dieses Sandburgen-Pokémon? Ah, die Sandburg, ja. Die erste Entwicklung davon ist die Seele eines verstorbenen Kindes, das in einem Sandfahrer eine Schaufel dabei behält. Oh nein! Das ist nicht gruselig, sondern nur traurig. Geist-Pokémon sind mir nicht mehr geheuer. Wobei, es gibt ja noch Geschichten über Barnett, dass es eine weggeworfene Puppe ist, die seinem nun Peiniger hinterherjagt. Freut mich, euch zu sehen. Ihr alle haben sich gewundert, wo du warst, Justiz. Und das ist, was du getan hast? Langweilige Nicht-Pokémon-Hunde? Ich habe Pokémon gesucht. Ich habe Pokémon gesucht. Ich habe einfach nur langweilige Hunde gefunden. Es gab ja einen Fall mit einem Diebstahl. Aber ich habe ein Pokémon in mein Team tatsächlich aufnehmen können. Starly! Sonst habe ich leider nichts wirklich gefunden. Ich habe versucht andere Landschaften zu suchen, um dort vielleicht mein Glück zu finden, aber ja, es gab nichts. Nun? Ich versuche die ganze Zeit Magnesone zu finden, aber... Ich glaube, es ist ein sehr seltenes Pokémon. Ist das sehr selten? Ist das wirklich gut? Scheinbar. Welches Pokémon? Magnetilo. Oh. Oder irgendeins der Entwicklung.
Das kann gut sein, dass das selten ist. Eigentlich sollten Stahl-Pokémon aber meistens in irgendwelchen Höhlen vorzufinden sein. Vielleicht sollte ich in Höhlen. Also aber die einen sind seltener als die anderen. Aber dennoch, zieht nicht zu weit. Wir sind ja immer noch nicht an der Kunden. Ach so, ich bin halt ein bisschen hinterher, Pokémon für mich zu finden, wenn ich so eure Teams sehe. Na. Nun, gut. Dann ist es wahrscheinlich okay, wenn ihr sucht. Also gut. Also ich werde mich mal umhören, wenn hier ein Diebstahl ist. Das geht, das kann so nicht angehen. Ich habe überhaupt nichts verstanden, was das angeht. Ich wusste nicht mal, dass es ein Diebstahl war. Die haben mir irgendwas gesagt von einem Buch, wo drin steht, wie man Leute tötet. Und das war sehr gruselig. Und ich verstehe nicht, warum Bernd im Besitz von einem solchen Buch war. Weswegen ich gut finde, dass es weg ist. Ja, wow, wow. Diese Hunde sind nerviger als Pokémon. Ich wollte Pokémon suchen. Ich muss kurz nach den Forschungsergebnissen mit dem Geowatz gucken. Gleich wieder da. Ich wollte Pokémon suchen, aber er geiert nicht so sehr. Auch keine Tür aufzumachen. Ich habe nur Hunde gefunden und ich habe einen Starly in meinen Kopf genommen. Bringen Sie bitte diese Hunde in meinen Kopf. In Wahrheit muss ich nur auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Genieß so lange die coole Luffy-Musik. So, was ist denn los, wenn du wäre? Erzählen Sie mal, was ist passiert? Ich habe Randall und Tamina dabei erwischt, wie sie im Keller von Bernd von Streng waren. Ja, da war ich noch dabei. Ja, und da haben sie anscheinend ein Buch geklaut und Randall Sommer beschuldigt sie, das Buch mitgenommen zu haben, weil sie die ganze Zeit weg waren. Aber genau. ich glaube das nicht. Ich glaube, einer von den beiden hat das. Ich habe es nicht. Ich habe ein volles Inventar. Sie wissen ja, ich war danach direkt weg. Ich kann Ihnen meine Taschen leeren. Es gibt ja... 36 Plätze. Ich habe alle belegt. Gucken Sie. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 verschiedene Items. Ich habe kein Buch im Inventar. Akzeptiere ich. Ich habe auch Sie können auch gerne meine Truhen durchsuchen. Ich habe hier nicht anders ein.
So. Wieder da. Und. Wie viel Uhr haben wir? 18.11 Uhr. Ich glaube, es wäre nicht zu früh, wenn ich das schon trigger. Kurt! 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 Ja? Ich habe die Ergebnisse! Ach, was ist denn das Ergebnis? Was ist denn das? Es ist ein wenig merkwürdig. Es gibt irgendeine Art Interferenz. Eine Störung. Wie eine Störung? Es gibt etwas... Eine Art zweites Beben oder eine Art zweiter Scanner, so wie den ich verwende, der das Signal stört. Und ich habe ungefähre Koordinaten, von wo das Störsignal kommt. Welche Koordinaten? Es ist tatsächlich nicht sehr weit von hier. Folgt einfach dem Weg im Osten, wo ihr erzählt habt, das Beben zum ersten Mal gespürt zu haben. Und dann... Auf dem Berg gegenüber vom Eisturm. Okay. Doch, nehmt euch ein paar Leute mit. Ja, klar. Es könnte vielleicht gefährlich werden, man weiß nie. Da hinten sind einige Leute gerade mit ihrer dämlichen Blablabla am machen. Vielleicht nehme ich die mit ihrer ja? Stehlsache da. Ja, das ist dämlich. Unterbrecht ihr einfach. Ihr habt was Wichtigeres. Nämlich vielleicht etwas, was das Schicksal unserer Stadt und von Justizhofen entscheiden könnte. Ein Beben ist was sehr Ernstes. Sagt denen mal Bescheid. Und ich gebe Bescheid. Brecht ruhig sofort auf. Okay. Ah, Tamina. Geht vielleicht gleich einmal zu Kurt. Er hat wahrscheinlich was zu erzählen. Ich habe gerade selber nicht viel Zeit. Ich muss eben was nachschauen. Okay. So, und damit meine ich, dass ich eben meinen Avatar wechseln muss. So, ich gehe erstmal. Game Mode 1. Nein, Game of 3. So. Dann muss ich Mumble muten, weil wenn ich disconnecte, kann man kurz alle hören. Das will ich nicht. Wir disconnecten. Wir gehen auf den Minecraft Launcher. Nehmen meinen neuen Skin. Und rejoin. Besser als am Anfang. Ich dachte, man muss Minecraft komplett schließen. Ich bin ein Idiot, das zu denken. Das muss man absolut nicht. Also, gut. Ah, shit, ich musste noch Pokémon nehmen. Ich gehe einfach schon zu dem Standort. So. Nämlich hier sein. Schön vor toller Kulisse. Ups, das ist Caps Lock. Eins. So. Zack. PC. Zack, zack, zack. The fuck? Zack. Mein Gott. Steht gar nicht mehr. Und nehmen wir uns mal ein ziemlich krasses Team. So, es könnte sein, dass sie nicht so großartig dagegen kämpfen müssen. Kann man es nicht vielleicht einen Test geben? Sieht die Schuhe aus, weil das ist jetzt nicht so schön.
Okay. Dann gehen wir doch wieder Game Mode 3. Und weisen sie ein bisschen auf ihren Weg an. Oh no! Das ist immer wieder schön, wenn ich auszusehen auf meiner Handlungskammer. Oh fuck, ich bin noch gemutet. Kein Wunder, dass sie nicht gehört haben. Ich kann das auch bezeugen, sie waren nämlich auch da. Genau, da was ist da? Das ist kein Gegenargument. Wir also. Also so, haben wir uns alle gegen sie verschlossen. Haben wir uns alle gegen sie verschlossen. Ich sage immer noch das. Ich gehe jetzt mit dem Kurt mit, weil weißt du, wisst ihr was? Es gibt wichtigere Sachen als ihre selbstgerechte Justiz. Ist jetzt fertig? Ja, ich bin bereit. Was ist mit dieser Blume? Damit von der Tasche. Komm, ihr zwei. Mir nach. Ja, ich will meine Sachen ablagern, weil ich gerade am Bauen war. Ja, komm schnell, komm sie schnell mit, Da, okay. Es ist gar nicht so weit weg von hier. Oh, ich brauch Musik. Dafür habe ich, glaube ich, sogar schon eine Playlist. Oh. Mit meinem Browser. Nein. Nicht jetzt. Ah, okay, der hat irgendwie nur ein bisschen gespinnt. So, haben wir mal einen neuen Playlist direkt am Anfang, ja. Nee. Von streng ist gerade nicht an mir. Ja. Ah. Da ist der Eisturm. Super. Ich mal ein lebendiger Wegweiser. Ach, ich bin nicht im. Oh, sieh das Schönheit an. Oh, renne ich weg, Dr. Trio. Schäm dich nicht für dein Aussehen. Ist wunderschön. Trio. Oh oh. Dann bin ich unsichtbar. Trio. Ich glaube, es lädt mein Model. Trio. 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 Na komm schon, Diktri. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Trio. Was, Trio, da hinten? Trio. Doch nicht. Ah, Diktri, du treibst mich zur Weißglut, weißt du das? Es wird dir gar nichts bringen. Ah. Was zum... Was zum Geier bist du? Ich bin Ben Dover, Detektiv aus Justice. Trio. Justice Trio. Was für ein Ding?
Eine Stadt, ganz in der Nähe von hier. Eine Stadt? Wer sind Sie? Der Name ist Turner. Wer ist hier? Justiz bin ich geworden. Warte. Quit? Was machst du hier? Leben. Warte. Das ist das Ding, wovon du mir erzählt hattest. Deswegen hast du bei mir gekündigt. Ja. Oh. Das ist ein wenig peinlich. Wenn ich kurz vorstellen darf, das ist Turner, der Arena-Leiter von Maria City. Ehemalig. Ehemalig. Trio. Seit ein paar Monaten nicht mehr. Es ist Zeit, den jüngeren Leuten das zu überlassen. Und ich glaube, das Geschäfte tun ist sowieso, liegt mir sowieso besser als der Pokémon-Kampf. Trio. Welche Geschäfte? Na, welche wohl? Es gibt eine Menge Turniere zu leiten, eine Menge Minen auszuhöhlen. Das macht mich schon ein bisschen traurig. Naja, nicht hier versteht sich. Was? Was macht dich traurig? Dass du nicht mehr Arena-Leiter bist. Es war immer eher die sekundäre Sachen in meinem Leben. Die Geschäfte waren mir immer ein wenig wichtiger. Gern. Wie hat dieses Pokémon eigentlich so komische Haare? Trio. Es spreche es nicht auf die Haare an. Es ist sehr, sehr empfindlich, was das angeht. Trio. Okay. Aber es ist verlässlich. Doch jetzt gerade macht es mir die Sachen ein wenig anstrengend. Wisst ihr zufällig was von seismischen Aktivitäten hier? Ja. Wir haben tatsächlich die irgendwoher Störung davon gesagt. Hat unser Professor uns gesagt. Mein Geowatz hat das nicht bekommen. Trio. Wisst ihr, es war eigentlich nur reiner Zufall, dass ich hier an diesem Ort gelandet bin. Was? Könnt ihr aufhören, wie Kinder zu spielen und Sand einzusammeln? Steh. Es ist hier nicht da, um einen Schneemann zu bauen. Reißt euch zusammen. Ich dachte, ihr habt hier eine Stadt. Oder was auch immer ihr versucht aufzubauen. Nun haben wir. Au! Was ist gerade ein Schneeball? Ich hab keine Schneeball. Nein, weg damit! Wir haben hier gerade vielleicht was Wichtigeres zu klären. Können Sie bitte. Vielleicht, weil es könnte sein, dass dieses ganze Gebirge einstürzt und wahrscheinlich alle Pokémon und Menschen mit sich begräbt, die in ein paar Kilometer Entfernung da sind. Aber ansonsten gar nichts. Ich kann auch wieder gehen und das nicht untersuchen. Warte, das war das Beben, komm zurück, Diktri. Warten Sie, was? Ja. Dieses ganze Gebirge droht einzustürzen. So wie es in dem Buch stand. Damals hat sich aber ein Pokémon geopfert. Zumindest laut einem Buch, was ich hier unten in einem Turm gefunden habe. Da gibt's dieses Pokémon noch? Es sagt also... Es braucht einen Körper, um wiederzukommen. Ich habe den Körper... Den Körper habe ich anscheinend gefunden, aber es fehlt noch der Ruf. Wovon auch immer du redest, das ist nicht wichtig. Okay. Hier ist... Irgendwas ist ja ziemlich schief am Laufen und das sage ich als jemand, der sein halbes Leben unter der Erde verbracht hat. Und die Sache ist die, um so ein mächtiges Gebirge nun zum Einstürzen zu bringen, sind auch mächtige Kräfte, die benötigt werden. Und die Sache ist, wenn... Selbst wenn man findet, woher das kommt, wird es wahrscheinlich schwer sein, sich darum zu kümmern. Super. Aber seht ihr euch quasi als Autorität dieser Region oder was immer man auch diesen jämmerlichen Versuch von Besiedlung hier nennen soll? Ja. Ja, seht ihr, ist das jetzt eure Heimat? Seht ihr das als eures Land oder nicht? Ja. Na dann, sag ich mal so, ich habe andere Dinge zu erfüllen.
Eine Menge Stress, der sich angesammelt hat, nur weil ich hier mal eben hingeschickt wurde, um den Boden hier zu überprüfen. Habe ich eine Menge Zeit verloren. Das heißt, es wäre besser, wenn ihr euch um euer Land kümmert. Deswegen sind wir hier. Unser Professor hat gesagt, hier gäbe es Informationen über das Beben. Naja, ich war gerade dabei, mit meinem Diktri dem nachzugehen. Doch es war immer noch unsicher, was die genauen Ursachen angeht. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, nach weniger Zeit könnte es schon herausfinden, von wo genau diese Aktivitäten kommen. Die Sache ist die, wenn da hier so eine große Kraft wirkt, dann ist es ein wenig riskant, das auch nur irgendjemanden zu überlassen. Also ich sag mal so. Ich will mich eigentlich nicht darum kümmern, aber wenn es niemanden gibt, der kompetent genug darum ist, sich um dieses Gebirge hier zu kümmern, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Okay. Das heißt, ich muss überprüfen, ob ihr es in einem Pokémon-Kampf drauf habt oder nicht. Die Sache ist die, ich glaube, ihr braucht noch ein bisschen Übung. Ja. Das wäre... Eigentlich. Dein Diktri sieht schon so stark aus, als würde es mein Team alleine besiegen können. Also empfehle ich euch einfach, nehmt jetzt alle eure Zeit zusammen, um ein wenig stärker zu werden. Und dann schaue ich mal, ob ich euch diese Arbeit hier überlassen kann. Okay. Dann nehmt euch mehrere Stunden. Diktri braucht wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen, um die Koordinaten zu kriegen. Ich sage euch so, es wird kein extremer Test. Ich werde nur je zwei Pokémon benutzen. Okay, ihr dürft so viele benutzen, wie ihr wollt. Ist mir egal. Okay, dann wissen wir Bescheid. Aber am Ende dieses Tages würde ich gerne wissen, ob ich abhauen kann oder nicht. Alles klar. Wir werden. Wir müssen trainieren. Werden wir dabei. Also gut, ich bleib hier noch ein bisschen und schau, dass mein Diktri alles herausfindet, was notwendig ist. Und sobald ich fertig bin und ich alle Informationen habe, dann läuft euer Timer ab und dann... Wo muss ich hin? In die Richtung, wo ich gucke. Ah. Also gut. Dann werde ich kommen. Miss. Drei bis Jonathan. Nimm Abstand von mir. Das tut mir leid. Also gut. Na dann, ihr habt keine Zeit zu verlieren. Eine Freude, Sie wieder getroffen zu haben. Dich wieder getroffen zu haben. Ebenso. Wenn ich ehrlich bin, war eigentlich schade, dich nicht mehr dabei zu haben. Dann wäre ich traurig für mich gewesen. Jeder sucht sich irgendwann was Neues. So wie du jetzt kein Arena-Leiter bist. Das stimmt wohl. Der Weg hat immer ein paar Abzweigungen. Aber gut, ich hoffe mal, dass du den Leuten hier zeigst, wie es bei mir daheim ging. Bei uns daheim ging. Jawohl. Sehr gut. Und ich hoffe, dass du deine Pokémon zu Hochglanz helfen kannst. Ich gebe mein Bestes. Na dann, werden wir das hoffentlich später sehen. Jawohl. Trio. Na kommt schon, Diktri. Trio. Immer noch keine Informationen. Bemühe dich. Trio. Es gibt irgendein Störsignal. Der dumme Professor. Trio. Muss ich selber wissen. Da kann ich eben. Ich kann Inspect Data mal Pokémon benutzen. So. Ja, die Hardcore zu Silver Tracks waren jetzt nicht sehr passend, aber das war schon mal der erste Versuch einer mystischen Playlist.
machen wir mal relaxing Pokémon-Musik an. So. Dann geistern wir wieder herum. Und schauen der Gruppe mal dann trainieren zu. Ich hab damals drin gearbeitet, mehrere Jahre. Oh. Wie lange genau, wenn ich fragen darf? Boah, ich hab angefangen, ich glaube. Da war ich 20, meine ich. 20? Oh mein Gott. Also jetzt schon was, 25 Jahre. Ach. Oh, ihr Pokémon mit mir gespielt. Das ist ja schön. Ich glaube, sie werden den Kampf gewinnen. Ich würde auch ihnen den Vortritt lassen. Damit die Herausforderung gilt an euch alle. Ja, eben. Wir alle müssen. Und vielleicht gibt es mehrere Stufen. Oh, okay. Deswegen bereitet euch alle vor. Wir müssen uns alle vorbereiten mit dieser Kraft. Ich werde auf jeden Fall trainieren. Ich muss aber erstmal heilen, mein Gehirn. So. Ach, ich glaube, ich hole mir noch mehr Boden-Pokémon an. Ich skaliere die ein bisschen runter. Ich habe diese Teams gemacht. Irgendwie hatte ich erwartet, dass die schon stärker werden. Es geht halt so schnell, wie die Spieler leveln. Vor allem Kurt, damn. Sein Team ist schon so stark. Und ich habe Angst, dass er halt nicht gechallenged wird. Ja, nicht so weit, wo ich muss creative gehen. Zumindest hier nur eine Ecke. Und schauen noch, was es für nice Boden-Pokémon gibt. So. Ich habe schon Skorgro, Hippowdon, Sandaconda und Ducktrio. Es gibt noch ein paar nette Drachen-Pokémon, aber die will ich eigentlich noch nicht benutzen. Die sind halt echt zu krass. So, Pokémon. Wie wär's mit einem Marowak? Das benutzt man auch selten. Fucking Knurga. 49. Nein, wir machen mal 32. 32 und 34. Ich glaube, das ist ganz angemessen. So, was? Alter, Marowak ist auf Level 32 für Attacken. Was für Fähigkeit hat es? Was für Stats hat es? Kann man basically zugucken, wie ich meine Fights gestalte. Ich suche mir einfach irgendein cooles Pokémon aus, guck mal an, was es für Potenzial hat. Ich will natürlich im Rahmen so von Pokémon bleiben, deswegen gucke ich auch, welche Attacken es wirklich erlernt. So. Wir haben hier die wichtigste Attacke. Bone Rush. Bone Club brauchen wir gar nicht. Wir können auch wie Retaliate reinnehmen. Jetzt habe ich zwei Retaliate. Ich bin dumm. Warum mischt. Was passiert hier gerade? Stomping Tantrum. Starke Attacke. Super. Was kann es? Eine Sache erlernen. Das ist immer sehr wichtig. Oh, aber welcher Typ ist Alolan? Fire Ghost, okay. Ja, ich weiß nicht, aber. Fire Punch, Hyper Beam. Ich habe bisher halt, die anderen Pokémon sind Sandstorm Teams, die halt auf. Ah, aber es kann Schwertanz erlernen. Okay. Dann gebe ich ihm, glaube ich, Focus Sash. Damit es nicht sofort weggebumst wird. Geben wir dem mal gute IVs auf so den wichtigsten beiden Stats. IVs geben wir mal nicht. Ich habe den anderen IVs gegeben, aber. Lightning Rod, Battle Armor. Ich mag Battle Armor. Das ist eigentlich eine gute Fähigkeit. Natürlich geben wir ihm die Hidden Ability, weil nur dann wird es wirklich stark sein. Aber dann wird es nicht gekrittet. Dann noch mehr Chancen, dass es überlebt. Ich will, dass dieses Ding überlebt und seinen Schwertanz durchkriegt.
Das ist quasi die Basisstrategie. Wir gehen in Happiness, warum nicht? Nature, ändere ich auch nicht. Das habe ich bei den anderen. Ich huge den Rest, lassen wir irgendwie so. Dass der gut angepasst ist. Genau, die hier machen wir. Lower Level. Die Ivys nehme ich weg. Zumindest einige. Anaconda machen wir 32. Ja, das ist eine. Ich war ein bisschen gnadenlos, glaube ich. So, Dugtrio lasse ich, glaube ich, so. Das ist das Boss-Pokémon. Das ist so der stärkste Boy. Hippowdon, Earthquake muss ich, glaube ich, wegmachen. Ich glaube, ich mache Bulldoze da raus. Earthquake jetzt eigentlich nicht erlernt. 32. Ah, oh, fuck. Advance. Ja, sie haben Sandforce. Das ist ja sowieso OP genug. Warum ist das literally der traurigste Pokémon-Song, den es gibt? Das ist nicht relaxing. Ich weine bei diesem Track. Never lost. So. Ja, und ich teile das halt immer in Zweiergruppen auf, dass immer zwei Pokémon bekämpft werden. Und ich mache das anhand des stärksten Pokémons, das die Herausforderer haben. Und dann baue ich jeweils ein Team und ja. Dugtrio ist eindeutig für für Kurt gedacht. Ich glaube, der ist momentan unser stärkster super Trainer. So, gehen wir mal zurück auf der Ground-Pokémon-Liste. Habe ich noch was anderes gesehen? Donphan. Donphan ist cool. Mudsdale, dieses Pferd. Was hat Mudsdale so drauf? Ich glaube, ich nehme Mudsdale. Gucken wir uns das mal erstmal an. Mudsdale. Zack. 47. Nein, das machen wir jetzt 32. Und Erdbeben wird es bestimmt nicht haben, aber ich muss erstmal gucken, was es sonst so erlernt. High Horsepower hat es dann noch nicht. Oder doch, nee, auf 28. Ich bin dumm. Okay, ja. Dann hat es schon mal seinen Signature Move. Power, Brainstorm. Mach ich doch auch so ein. Was hat Iron Defense? Ich tendiere halt leider immer dazu, Tanks zu machen. Aber vielleicht kann ich daraus so ein Zurückschreck-Ding machen. Kann der irgendwas mit für Initiative lernen? Gucken wir mal auf TM und TR. Bla bla bla. Tags Norm. Body Slam, Low Kick, Earthquake. Blablabla, ja, Iron Defense. Oh, Iron Head. Ja, ich mach den zu so einem Zurückschreck-Ding. Also ich gebe ihm auf jeden Fall viel Speed. Da gebe ich ein paar IVs und vielleicht auch ein Wesen. Own Tempo. Kann ich verwirrt werden. Stamina und der Fokus kann ich zurückschrecken. Ich glaube, Stamina ist da am besten. Das passt am besten. Gucken wir mal nochmal, was Stamina mal. Wenn ein Pokémon with Stamina is hit by an attack, its defense rises by one stage. Oh! Wir vergessen, wie stark dieses Teil ist. Holy shit! Scheiß auf Inner Focus. Warum ist Inner Focus die Hidden Ability? King's Rock. Das heißt nicht King's Rock? Da ist doch King's Rock. Wie heißt das Item für Nidoking? Nidoking Evolution. Super. Mein Gott, ich muss ja so umständlich gerade suchen. Ach, Moonstone. Warte, wie finde ich jetzt King's Rock? Das heißt doch King's Rock. King Rock? King Rock. King's Stone? King's Stone? Ist die Seite? King's mit Apostroph King
Strof S. Rock. Okay, Wesen. Wir gucken nach einem guten Wesen. Adamant ist, glaube ich, immer geil. Ja, Adamant ist immer geil. Adamant. Weniger Spezialangriff. Das wär eine Herausforderung. Zack. Jetzt haben wir ein Challenge-Team. Wir haben so Tier 1 Pokémon, das sind jeweils die 4. Wir haben einen Tier 2er, Gliscor. Und ein Boss-Pokémon, Dugtrio. Ich glaube, das wird gut sein für eine Herausforderung. Ich denke mal schon. Jetzt gucke ich den einfach nur beim Trainieren zu. Vielleicht haben wir noch ein paar Gespräche. Wo sind denn die anderen? Okay, die sind dann in der Area. Ja, okay. Und so fingen alle an zu trainieren. Um den Arenaleiter, den ehemaligen Arenaleiter von Maria City vielleicht besiegen zu können. Werden sie es schaffen? Das werden wir eigentlich jetzt gleich schon herausfinden. Aua! Machen Sie doch auch im Meer. Jetzt. Warum haben wir drei Leute, die fürs Gesetz sind? Sind Sie noch da? Hallo. Warum habe ich das zugelassen? Die sind alle so autoritär. Gerne und schlägst sie. Was ist falsch mit dir? Hallo? 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 Hörst du mich? Warum höre ich euch beide? Hallo? Hä? Ich höre euch beide. Warum hört ihr euch nicht? Was ist diese Konversation? Hallo? 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 Hört man mich also, Tim? Ja? Ja? Ja, wieso sagst du halt Hallo? Hallo? Ihr habt euch also gehört! Ihr habt euch also verstanden! Hallo, ich will fliehen, lass mich gehen! Ich habe sie wirklich sehr gerne, aber wenn sie weiter mit diesem Kollegen arbeiten, und vor allem, wenn sie unter Verdacht stehen, vor allem, sie dringen in ein anderes Haus ein. Was soll das? Wieso? Wieso klauen sie ein Buch? Wieso? Ich hab's nicht geklaut! Sehen eindeutige Beweise gegen sie und Rendell. Also, bitte. Welche Beweise? Ich verstehe es. Die. Oh mein Gott, ey. Ja, sagen Sie was dazu. Was soll ich dazu sagen? Ich habe kein Buch geklaut. Ja. Das stimmt aber nicht. Einer von euch beiden lügt. Einer von uns beiden. Ist doch klar, wer lügt, oder nicht? Ja. Oh mein Gott. Sie backstabbt ihn einfach sofort. Oh mein Gott, das. Die Sophen fällt sofort auseinander. Ja, sie behauptet auch, dass wir drei lügen. Das habe ich gar nicht gesagt. Okay. Also was? Wir helfen denen mal. Wir helfen denen mal beim Training. Game Mode. Eins. Zack. Bob. Spawner. Ich hack mich jetzt in die Mainframe. Bam, bam, bam. Ah, Redstone, wo ich auch noch. Redstone. Einfach literally im Block. Und Dirt. Ordino. Rarity 100. Add. Spawn Tick 5. Spawn Radius 15. Max Spawns 3.
Minimum Level 25, 20, Maximum Level 30. Feier am Tick. Oh mein Gott, das war eine Kuh. Sehen, ob der Bates funktioniert. Die Orlok verhauen sich selbst. Was? Ein Otter hat gegen einen Otter noch gekämpft. Ja, ein paar Spawn im Boden und verrecken elendig, das auch witzig. Aber Big XP, Leute! Yes! Billiger, 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 billiger! Wer ein Ohr noch besiegen will, kommt sofort am Stadtsicher! Diese Pokémon geben extrem viel XP und sind dafür bekannt, dass sie auch viel Leben haben! Billiger, 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 billiger! Oh mein Gott, die geben so viel XP! Die sind auch schon high level. Outgame-Frage an euch. Ja. Wenn ihr in diese Richtung guckt. Ja. Diese, ja. Wenn ich dann, wenn ich in diese, wenn ihr in diese Richtung guckt und eure Maus bewegt, läuft es dann nicht flüssig? Mir laggt es, wenn ich in diese Richtung gucke. Bei mir ist alles fein. Bei mir auch. Krass. Also, man struggelt gerade irgendwie hier irgendwas zu rendern oder so. Ah, komisch. Wie lange sind die denn im Kampf? Oh doch, benutzt immer nur passive Bitch-Moves und keine Attacken, also dauert der Kampf dann ja. Gegen wen kämpft das hier? Keine Ahnung. Gegen den random Bogen. Darf ich gegen den Trainer da drin kämpfen? Nee. Ist ein Dorfbewohner von uns. Das ist ein NPC. Okay. Ja, gegen den kann man kämpfen. Obwohl, ja, gegen den kann man kämpfen. Ja, der Gerhard freut sich doch über den Kampf. Ja, hallo, mein Junge. Wie machst du denn hier? Willst du ja hier gegen mich kämpfen? Komm aber mit dem Kämpfen. Wieso aber, wieso schwach hier? Musst du dir mehr Mühe geben, mein Junge. Mein Akzent ändert sich alle 3 Minuten. Glückstreffer. Da. Oh, das geht aber gar nicht. Da muss ich den Pokémon leider bestrafen. Und noch langsamer machen. Oh, das war ja eine gute Schlag. Aber ich habe auch so, ich habe eine Machoke, ne? Das ist ein Geist-Pokémon, Dennis. Das ist schon ein bisschen
Bisschen fies, muss ich sagen, mein Junge. Deswegen, oh verdammt. Aber ich habe trotzdem eine Unlichtattacke. Ha! Okay. Ich bin vorbereitet. Oh mein Gott! Du bist ein sehr, sehr gewiefter Trainer, das muss ich dir sagen. Aber du hast keine Chance gegen meinen Kokorok. Ah, soll ich den Tausch entwickeln? Ja. Oh mein Gott, nein. Oh, das ist der Schaufler! Das ist der Schaufler! Also, noch eine Flugpokémon. Oh, und er hat eine mit Schwebe. Oder nee, das ist keine Schwebe. Und guck dir an, wie klein mein Krokodil. Das sehe ich ja jetzt erst richtig, wenn ich gegen andere Pokémon kämpfe. Oh, du hast mich zur Zurückschrecke gebracht. Das ist sehr fies, mein Junge. Sehr, sehr fies. Ah, ich bin dumm. Das hat keine Wirkung. Ich bin, glaube ich, bin jetzt tot. Die meisten meiner Pokémon sind der Bodenattack. Oh! Nein! Ja, ich bin ausgewichen, weil ich unter der Erde war. Ne? Den musst du dich jetzt gerade ein bisschen mehr bemühen. Der Schaufler ist der beste Attacke, den man Krokorok hat. Oh, den hast du wohl nicht geschafft. Aber das war trotzdem ein sehr schöner Kampf, mein Junge. Sehr, sehr schöner Kampf. Und das Ritual ist, ich muss nach hinten gucken und darf dich nicht ansehen. Das ist von dem Land, wo ich komme. Wenn du verloren hast, darf ich nicht, dich nicht ansehen. Das geht nicht. Das ist verständlich. Gar nicht. Ja, aber komm später, wenn du stärker wirst. Vielleicht können wir da noch ein bisschen. Vielleicht ist da was. Aber erst am nächsten Tag. Ne? Ich kämpfe immer nur einmal pro Tag gegen jeden Mann. Ich habe auch eigene Pflichten, eigene Sachen, die ich in meiner Zeit machen muss. Ne? Ist verständlich, ist verständlich. Ja, gut. Und vielleicht kann ich dir morgen wieder angucken. Wer weiß. Ja, okay. Man hört sich. Ich will stärker werden. Wir sind Adenos! Schnapp dir Adenos! Frisch und heiß! Das ist so richtig gerade so RPG-Vibes irgendwie. Das ist wundervoll. Ah, dass dieser Invisibility-Effekt so sichtbar ist. Hol, hol es dir, mein Junge. Hol es dir. Was? Hallo? Ich bin dein Gewissen. Ah! Hol. Ich werd's besiegen, ja! Du musst das, diese komische Geschichte mit dem Buch wieder gut machen. Was? Ich weiß gar nicht, wovon ich rede. Weiß ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Mann! Ich wollte doch mein Ding jetzt damit aufleveln. Yay. Okay, wieder heilen. Oh wow, du hast dagegen verloren. Also irgendwie ein Pokémon verloren. Ja, mein, die Dunkel ist so schwach irgendwie. Das hält gar nichts aus. Das wird leider erst nach der Entwicklung starten. Na, das wird weg. Oh mein Gott! 37! Wie war's nochmal mit dem, ihr sollt nicht overleveln? Das letzte Level war bei Accident. Well, jetzt brauchst du denn lange nicht mehr trainieren. Das stimmt. Felix B. muss töten. Nein. Wobei 37 ist actually fine. Wenn ich ehrlich bin. Ja, ich hab Turner bei 36er Dicted gesehen, da wollte ich meine Grenze setzen. Das ist verständlich. Musste töten. Du Wichser! Mutscha! Noch eins! Nein! Wir sind dafür da. Du schneller werden. Du kannst ja eine Sache, ich lasse das jetzt nichts am Leben und das kannst du fangen. Ich hab eh keine Pokebälle. Warum? Dann komm mal mit. Ich hab einen Pokeball gefangen. Guck mal auf die Kiste, wo ich gucke und dann bedien dich. Adenau. Nimm so irgendwie so 10 Bälle von denen, die du möchtest. Erstmal 5 Male, danke. Ja. Adi, no. Welches Level seid ihr alle? Welches bist du? Das ist gerade hier 33, die anderen sind so auf 31er Level.
Alles klar, Alter, ich bin noch 28. Mein höchstes ist 26. Ich hab einfach gegen die Snowdogs, die hier momentan auftauchen. Ja. Die geben echt gut XP. Achso. Einfach gegen die kämpfen. Okay. Lassen wir Professor Scrooge auch ein bisschen trainieren. Schließlich spawnen die Dinger in seinem Haus. Ich will kurz skin. Jetzt werden wir kurz omnipotenter Gott, der alle Stimmen der Sterblichen hört. Beziehungsweise kurz essen. Alles gut. Die Verantwortung, alles zu wissen. So, jetzt gelangen wir wieder. Dann soll es wieder ruhig werden. So. Mal da. Das sind meine echten Pokémon. Oh mein Gott! Was machen? Oh. Ja. So viele Leute sind jetzt nicht mental anwesend. Na kommt her, Ordinos! Euch bringe ich mal Manieren bei. Oh, mein Pokémon ist wie voll geheilt. Warte, da ist. Ach, das ist draußen. Kann ich mal treffen? Oh. Das gibt wirklich komm schon, viel PP. Oh mein Gott! Charge Beam hat doch nicht so eine schlechte Genauigkeit. Ja, ich wechsle. Hier der Teil braucht immer noch XP. Au. Attack. Oh. Und jetzt Special Attack. Au. Discharge. Oh. Oh mein Gott! Was machen diese Ordos hier? Und ihr seid wieder zurück. Was habt ihr erfahren? Was? Will mir jemand antworten? Wir haben einen alten Freund von mir getroffen. Oh. Vielleicht kennen Sie Turner, den Arenaleiter aus Marina City von der Arena-Region. Oh, ich glaube, ich habe von ihm gehört. Ja? Er hat ja diese große Turniergründe dort erbaut, nicht wahr? Ja. Und er hat sich den Berg da angeguckt und auch die Berben inspiziert. Und gesagt, dass der Berg zusammenstürzen wird und alles im Umkreis von 2 Kilometern mit sich reißen wird. Das ist nicht gut! Gar nicht gut! Aber er hat gesagt, dass er die Sache dann nur auf uns abgeben möchte, dass wir daran arbeiten können, wenn wir stark genug sind, eine Prüfung von ihm zu bestehen. Er will wohl hierher kommen für die Prüfung, aber deswegen sind wir alle gerade wie wild am Trainieren, damit wir gegen den Arena-Leiter anhalten können. Er sagt, er wird 2 Pokémon nur nutzen und keinen richtigen harten Test machen, aber man will trotzdem stark genug sein. Das stimmt. Na dann, trainiert ruhig weiter. Ich werde mich, glaube ich, auch ein wenig daran bedienen. Wäre eine gute Idee. Ah, jetzt. Einfach mit dem Discharge reinjieten. Fuck, das ist gar kein Damage. Also gut, wir bereiten vor. Charge Beam. Charge Beam. Und jetzt.
Discharge! Das macht immer noch absolut keinen Schaden. Mehr Aufladen. Mehr Energie. Verdammt, schreck nicht zurück. Kling, reiß dich zusammen. Und jetzt. Discharge! Verdammt. Oh, beendet. 2500. Hm. Und ein Apfel. Vielleicht habe ich die Ordnung noch ein wenig zu high level gemacht. Du siehst gar nichts. Mora, wovon? Von nix. Von absolut gar nix. Hab verstanden. Kämpfen! Oh, du warst schneller. Verdammt! Meine alten Knochen sind zu schwach. Aber in meinem Labor sind genug. Ah, scheiße, es hat Heilung. Warum hat dieses Orden um Heilung? Dieser Kampf wird 500 Jahre dauern. Außer wenn ich Klink stark genug mache. Ich nehme das andere. Mehr Energie! Mehr Energie! Maximal Energie! Funktioniert herausragend. Oh mein Gott, ist dieses Auto doch riesig. Los geht's, machen wir es zuerst blind und dann schlagen wir drauf ein. Ein wahrlich ehrenvoller Kampf. Da kämpfe ich gegen. Keine Chance, Jungchen. Ah, schade. Ich muss euch jungen Leuten ja zeigen, wo es lang geht und auch ein bisschen stärker werden. Habe ich schon erzählt, dass ich auch einst ein Trainer war und auf Abenteuer gegangen bin? Ja, haben sie. Das war 25 Jahre her. Und ich habe ganz Galar bereist. Und sind denn wie alt? Ich bin 62, sage ich doch immer. Warum hört die jungen Leute mir nie zu? Ihr solltet mehr Manieren lernen. Und wie ich einfach in die Polizeistation gehen, ohne dass jemand da ist. Das ist wie die Geier hier. Ich meine, wie die... Ich hab den Namen vom Geier-Pokémon vergessen. Grafeldes, danke! Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, ich mache halt einen kleinen Trainingsboost hier. Damit alle so ein bisschen weniger das Verlangen haben, in Zukunft zu trainieren. Ziehen wir jetzt einmal ordentlich durch und machen die Boys hier stark. Breakout! Aha, kann ich wohl nichts machen. Ja, um dann halt eher den Fokus auf Exploren zu nehmen und bauen. Warum kriegt der das, der sowieso am stärksten ist?
Aber das wird ein langer Kampf. Stell dir vor, es hätte noch eine Heilungsattacke. Das wäre doch witzig. Oder? Nein, irgendwie wäre das nur sehr schmerzhaft. Das wäre unglaublich witzig. Meins auf Level 42, ich habe Angst, dass es eine Heilattacke kann. Ich glaube, die hat sie schon verlernt. Oh, jetzt sollte es einfacher gehen. Das wird eine Menge Erfahrung. Jetzt muss ich die Leute, die weg sind, leider gleich von dem Training ausschließen. Ich wollte das nämlich nur für einen kurzen Zeitpunkt machen. Noch mehr Äpfel! Ich werde dadurch so viele Äpfel sammeln wie möglich. Denn da muss ich nie wieder zum Arzt. Oh, diese Sorte noch hier ist gefangen. Erstmal drauf einprügeln. Boah, ist das schneller? Oh, weggewollt ist viel zu langsam. Oh, wieder ein Boss! Der gehört mir! Aha! Oh, ordner Boss! Oh mein Gott, das hat mich zweimal hintereinander getroffen! Das gehört mir doch nicht! Reflektor! Reflektor! Ja, ich muss den Pokémon noch drauf werfen. Doch, das geht. Ich werde gewinnen, das weiß ich. Ich glaube daran. Petri kommt gleich auch dazu. Ich glaube an meinen Sieg. Oh, ja. Ich glaube doch nicht wirklich an meinen Sieg. Ich mache kaum Schaden. Grüffeldes. Das ist wirklich ein Grüffeldes hier. Aber vielleicht kann ich es komplett blind machen. Warum setzt es immer Attacken ein? Es ist ein Ohr doch. Ich will gar nicht dagegen kämpfen, überlevel meine Pokémon teilweise. Und ich brauche die Level. Nein, warum treffe ich für viel ich? Oh mein Gott. Und jetzt. Sie schaffen das, Professor. Entladung. Nein! Der Ladungsschuss hat nicht funktioniert. Aber egal. Jetzt kommt mein stärkstes Pokémon. Oh, shit. Aha. Zum Schlafen gemacht und jetzt nehme ich ihm seine Stärke, um mich zu heilen. So einfach geht das. Und ich hoffe, ich habe genug PP auf Mega Saugeist, dass ich es schaffe. Na komm. Ich werde den Kampf beenden. Ein für alle Mal. Ah! Es ist paralysiert. Es ist langsamer. Und ich nehme ihm wieder seine Stärke. Oh mein Gott, die Effektspore von meinem Shinotic hat mich schon so oft gerettet. Es hat mich so oft gerettet. 2000 XP waren nicht sehr viel. Und ich habe eine Weste bekommen. Oh, der Richter hat auch seine Weste. Man kann sie nicht anziehen, sie ist nutzlos. Professor, haben Sie schon gesehen? Oh, das habe ich nicht gesehen. Das ist ein sehr, sehr muskulöser Clown. Wie riesig, Ries. Das ist ein sehr, sehr muskulöser Clown, wie bereits gesagt. Hast du einen Oh mein Gott, er sieht wundervoll aus.
Ich war sehr überrascht, weil ich habe dieses Pokémon fertig entwickelt noch nicht gesehen. Ja? Er Zeit, ein paar Witze zu lernen. Ja, und Kuchen fallen zu lassen. Okay. Ich muss an den Kuchen backen. Oder vielleicht macht Tamina das für mich. Das könnte sie bestimmt. Sind hier immer noch diese Pokémon, die Gefühle geben? Ja. Le Professor, es tut mir leid, dass ich mental ein wenig abwesend war. Ich bin in Gedanken wegen. Ich stand hier die ganze Zeit rum wegen meinen wegen. Ich habe mich nicht daran erinnern. Ah, okay. Also, dann ist alles gut, okay. Mein Gott, ich weiß doch, dass du mit dem Hund raus bist. So, trainieren wir noch ein bisschen, aber dann müssen wir das hier gleich einen Shutdown bringen. Ich habe, glaube ich, die Level-Gap dadurch noch schlimmer gemacht. Hey! Ich bin schneller! Das ist deine Strafanzeige, Professor. Versuch's! Warum sterben die ganze Zeit, Leute? Warum kann ich diesen Apfel nicht aufheben? Ominös. Oh mein Gott, was passiert gerade? Oh. Ja. Eine Verbindung. Okay, das ist wieder Wasser. So 30? Hier ist wieder Wasser. Ja, das kann ich schon sagen. Mit meinem Reitschuh bewege ich die eigentlich relativ schnell. Aber ich versuche alle Pokémon zu löschen, damit ich die alle XP bekomme. Ah, das ist ein sehr guter Punkt. Oh, vielen Dank. Ich höre jetzt ein bisschen Kampf. Waren die wieder alle in meinem Haus? Oh, hier sind die ganzen Orden aus. Professor, wieso gibt es Pokémon Erfahrung? Keine Ahnung. Das ist einfach so. Mein Starly. Oh, es entwickelt sich. Und es wird mächtiger. Staravia. Staravia. Nicht mehr lang und es wird zu Staraptor. Bei welchem Level, Herr Professor? Irgendwas mit 30. Warum erwische ich immer die Ordos mit Heilattacken, die sehr anstrengend sind zu bekämpfen? Discharge nur für den Disrespective. Rein, fumm. Ja, mach nur deine Babyaugen. Ich werde dich trotzdem bezwingen, winziges Ordner. Herr Professor? Hä? Ist NDR-Wo eine gute Attacke oder ist die vielleicht ein bisschen zu riskant? Okay. Aber ich bin gerade in einem Pokémon-Kampf. Wäre schön, wenn sie sagt, womit sie Hilfe braucht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, diese NDA-Wo-Attacke, wenn mein Pokémon... Wo sind die beiden? Moin ho!
Hallo? Was machen die da unten? Wir sind beide gefallen, an einem Fallschaden gestorben. Hallo? Haben unsere Sachen geholt, ohne Tickets zu präsentieren. Hilfe, meine Sachen liegen alle unten. Ja, irgendwie genieße ich das gerade. Keine Ahnung, das ist irgendwie witzig. Ich hab alles eingesammelt, was da war. Echt jetzt? Ja. Das sind nicht beide. Keine Pickaxe. Egal. Der Professor wird euch retten und euch eine Pickaxe runterschmeißen. Wartet auf mich. Nein, das, ihr seid in Charakter wie Idioten da runtergegangen, also muss ich euch in Charakter wie ein Idiot retten. Hab ich ja eine Spitzhacke? Hab ich noch. Ich hab eine Diamantenspitzhacke, aber die gebe ich nicht ab. Ah, die ist im Winter. Mach ich mir aber eine neue. Wenn wir ein paar Steinpickaxes. Ne, das brauche ich noch. Ups, Cobblestone brauche ich auch noch. Oh mein Gott! Bam, bam, bam. Zack. Zeit für Rettung! Zwei Pickaxes und eine fast ganz benutzte Schaufel. Viel Erfolg! Du hast es fast in dieses Loch geworfen. Das ist ja witzig. Oh mein, eines Marie! Na dann, fang da an zu graben. Mann, ich seh nicht mehr was. Nimm du dir die Big Axe, ich bin meiner Faust fast draußen. Komm zu mir, folge meiner Stimme, Kurt. Ihr seid so nah. Ich hoffe, über mir ist kein Gravel. Bei dir. Okay. Ich hab eine nicht Pickaxe. Mehr viel. Ich glaube, ihr schafft es. Oh nein. Oh doch, es tauchen plötzlich nicht mehr auf. Fortgezogen. Ups, ich bin immer noch im Creative. Hallöchen. Hallo. Dass Leute nicht reden sollen, während sie joinen, das werden sie auch nie lernen. Oh, hier ist immer noch der Stuhl. Die spawnen ja raus. Wieso sind auf. Ich glaube, sie haben keine. Auf der anderen Seite waren Leitern. Ha! Ihr hättet also einfach rauskommen können. Ja! Professor! Wer hat dieses Loch da unten? Das ist dieses komische Mann! Was für ein Loch? Wer war das? Er ist einfach weggegangen. Welches hatte Loch? Keine Lust mehr. Was? Welches Loch? Ja, wo Kurt und ich reingefallen sind. Schau mal, was von natürlichen Schluchten gehört? Das ist keine Schlucht. Das ist menschengemacht.
Also ich habe keine Ahnung. Für mich sieht das nach einer natürlichen Schlucht aus. Ist das Ort auch vollkommen schon vorbei? Scheint so. Level 30. Let's go. Schade. Okay. Hier sind keine Pokémon, keine Ordochs mehr. Vielleicht kommen sie irgendwann wieder, um sich von uns abschlachten zu lassen, scheinbar. Wenn du es so sagst, bezweifle ich es, glaube ich. Oh, da kämpft jemand gegen den großen, unglaublichen, talentierten Gerhard, so heißt der Bursche. Gerhard also. Hab mich schon gewundert, er hat sich nicht vorgestellt. Wenn er einmal anfängt zu reden, ist er unaufhaltsam. Aber er scheint sich zu fordern. Ja, meine Pokémon sind auch noch nicht auf Level 30. Er ist nicht schwach, das muss man ihm lassen. Ja, und deine Elektro-Attacken lassen sein Boden-Pokémon kalt. Oh. Oh oh, es wird stärker. Es hat die Fähigkeit Moxie. Für jeden Sieg, den Krokorok erhält, steigt der Angriff. Aber ich glaube, Panzer-Aeron ist eine gute Wahl. Und ich glaube, hättest du Gerhard wirklich zugehört, dann hätte er sich bestimmt vorgestellt. Es kann sein, dass jemand extra Dialog für ihn geschrieben hat. Oh. Jetzt habe ich zwei Stühle. Und ich bin unaufhaltbar. Unendliche Bänke. Unendliche Möglichkeiten. Hä? Hallo. Hä? Ich habe den Weg ruiniert. Ich hätte nicht gedacht, dass sich plötzlich die Erde aus dem Boden erhebt, um einen guten festen Grund für meine Bänke zu legen. Man hört dich nicht, Petri, falls du was sagst. Oder ich bin wieder taub. Ach, Hallöchen, da bin ich. Petri! Da ist er. Ich wollte sagen, sie sollten vielleicht ein bisschen mehr Kontrast in der Dekoration haben. Nicht orange, vielleicht was Blaues oder Grünes. Was? Wegen den Stühlen. Die Bänke sind wundervoll, wie sie sind. Vor allem sind es zwei. Herzlichen Glückwunsch. Genau, aber ich sagte vielleicht eine, die in einer anderen Farbe. Das ist unmöglich. Ich habe sie so gefunden. Diese Bänke sind so geboren. Ach und so werden sie auch besetzt. Ja, besetzt werden sie auf jeden Fall. Wieso setzen sie sich nicht in mein Rondell? Weil dieser Stuhl nicht. Weil dieser Stuhl überlegen ist. Nein, das stimmt nicht. Jetzt nicht mehr. Der Fischer hat ihn kaputt gemacht. Nein. Jetzt ist er wortwörtlich überlegen. Sie fordern mich heraus, Professor. Nein? Sie fordern mich heraus! Oh. Nun! Warum kann die höhere Position, stehen? Tieferer Fall! Aber ganz abgesehen davon, Bernd! Hat mir diese Technik gezeigt und dies ist der erste Stuhl, der auf diese Weise entstanden ist. Also ist er der mächtigste Stuhl. Okay, dieses Argument haben Sie gewonnen. Ich muss noch ein bisschen leveln. Ich war leider sehr lange nicht da. Kämpfen Sie hier gegen diesen Trainer? Ja. Machen den fertig. Hab ich schon.
Also gut. Was jetzt, was jetzt? Er besitzt ein Pokémon. Es scheint so, als ob wir keine Ordox mehr spawnen. Ich glaube, sie waren es leid, immer und immer wieder getötet zu werden und all ihre Äpfel abgeben zu müssen. Kann schon sein. Das sind so viele Äpfel. Ich habe ihnen all die Äpfel weggenommen. Irgendwie fühle ich mich schlecht. Doch so ist der Lauf der Natur. Ja. Und so wird es immer sein. Wenn ein Pokémon besiegt wird, wird es manchmal einen Apfel hinterlassen. Und wenn du genügend Äpfel isst, musst du nie wieder zum Arzt. Wirklich? Ja? Das ist ein Sprichwort aus Galar. One apple a day keeps the doctor away. Oh, ich erinnere mich. Hier, Apfel für euch. Bleibt gesund. Vielen Dank. Du bleib auch gesund. Dankeschön. Hier hast du einen Apfel, aber das ist nicht der, den du mir gegeben hast, sondern ein anderer. Wirklich? Warte, ich gucke ihn mir an. Ich habe 21 andere. Okay, das freut mich dann. Sehr schön, wir werden alle gesund sein, wenn wir weiter so Äpfel austauschen. Oh, jonglieren, oh, wow. Nein, ich wollte ihn essen. Dankeschön für den PC. Sehr gut funktioniert. Lieb von ihm. Das war eher Kurzsache. Ja, aber er hat gesagt, sie haben gesagt, ich so, hä, wo sind sie? Ich hab sie verloren. Dass sie gesagt haben, dass ich das haben soll. Dann. Ja, ich meine, du wohnst so weit weg. Da brauchst du den wahrscheinlich am dringendsten. Trinkst genau du gerade eine frische Limonade? Nein, ein frisches Trinkwasser. Ein Trinkwasser? Ja, das habe ich eigentlich auch gehört. Ja, ich wollte nicht sagen, was es wirklich ist. Gut. Was ist es denn wirklich? Tut langsam den Captain Cola weg. Alkohol gibt's in dieser Welt nicht, die Immersion ist ruiniert. Okay, hat dir jemand erzählt, was geschehen ist? Ja, tatsächlich. Okay, perfekt. Ich glaube, das ist der da drin ist, oder? Ein Trainer, ein Arenaleiter irgendwie? Nee, das ist einfach nur Gerhard. Er ist nett. Den haben Ben und ich gefunden. Kann man gegen den trainieren? Ja. Einmal pro Tag, ja. Alter, das ist übel. Ich kann heute. Aber er ist gar nicht mal so schwach, wobei du mit deinem Wasser-Pokémon, glaube ich, einen Vorteil hast. Ja, er benutzt seine Geboden-Pokémon. Oh, das ist echt gut. Ja, aber ich bin sowieso gerade dabei, meinen Schwerbit zu leveln. Er ist noch Level 22. Das muss ich als erstes leveln jetzt. Das kann auf jeden Fall noch ein bisschen Training kriegen, ja. Also weißt du Bescheid, dass wir eine Aufgabe haben, zu trainieren, um gegen Körner zu kommen? Ja, genau. Gegen Arena weiter. Ah, okay. Und Level Cap war 40, richtig? Weiß nicht, wovon du redest. Warten Sie. Aber irgendeine Stimme mir sagt ja. Okay. Ich wusste nicht, wie ich das anders sagen soll. Aber wahrscheinlich werden wir sehr lange versuchen, auf dem Niveau zu bleiben, weshalb man vielleicht noch nicht so sollte. Und noch eine Sache. Unsere Stadt hat einen Namen. Ja, welcher? Justizhofen. Den habe ich mir rausgedacht mit Bernd von Streng. Den hab ich vor... Nein. Wegen mir seid ihr auf Justiz gekommen. Die Grundidee war das von mir. Okay. Dann haben sie es verfeinert. Was habt ihr mit Bernd von Streng? Alle haben Schrenn. Ja. Ich habe als allererstes Justiz gesagt. Hast du noch recht? Nein. Wie viel Justiz, ja? Ich habe gesagt, statt der Gerechtigkeit. Dann haben sie gesagt, Titel falsch. Titel, das ist ein Cheat. Nein, habe ich nicht. Hab ich gesagt, da habe ich gesagt, Gerechtigkeit statt. Wo hast du gefahren? Dann haben sie... Nein. Das heißt, ihr hattet einfach nur eine dumme Idee, die niemand nehmen wollte. Und ich habe erst eine gute Grundidee gegeben. Nein. Herr Professor, Sie haben Gerechtigkeit... Ich glaube, Sie sollten viel dankbarer sein gegenüber mir. Manchmal habe ich das Gefühl, keiner nimmt mich ernst. Und da mache ich eigentlich alles hier.
Sie haben andere Sprache verwendet, Herr Professor. Hören Sie auf, immer gegen mich zu laufen. Sie haben ein Problem. Sie sollten zum Arzt gehen. Sie machen mir wirklich Angst. Immer wir haben den Arzt hier, erstens und zweitens. Mir geht es dann sollten wir uns einen Arzt holen. Ihr macht mir ein wenig Sorgen. Allgemein, ich glaube, dieser Stadtname hat ein bisschen was mit euch gemacht. Mit Bernd, Ben und dir. Ich glaube nicht. Ihr verhält euch so, als ob euch die Stadt gehört. Dabei tut sie das gar nicht. Uns gehört die Stadt nicht. Da haben wir nie behauptet und da haben wir auch nie gezeigt. Ihr verhält euch aber so. Natürlich habt ihr es gezeigt. Nein. Die Gesetze müssen eigentlich mit allen abgesprochen werden. Prozesse müssen mit allen abgesprochen werden. Und ihr macht das alles alleine. Das ist unsere Aufgabe. Ja, eure Aufgabe ist es, das Gesetz zu verteidigen und das gegenüber allen Bewohnern zu klären. Haben wir. Habt ihr nicht? Ich habe nichts mitbekommen. Ich weiß immer noch nicht, worum es ging. Und dieses Mal habe ich es nicht vergessen. Ich will ja nicht sagen, aber ich muss euch da ein wenig in eure Schranken einweisen. Okay, vielleicht... Der Name hat euer Ego zum Platzen gebracht. Vielleicht brauchen wir einfach... Das sollte nicht passieren. Ja. Aber die Regeln sind wirklich gerecht, Herr Professor. Und welche Regeln sind das? Erstens, welche Regeln, die man mit wem besprochen hat? Ich bin Dover und Bernd von Streng haben uns miteinander beraten und wir haben drei einfache Regeln aufgestellt. Da hat man's. Ihr drei habt die Regeln aufgestellt und nicht wir alle gemeinsam. Das sind gerechte Regeln. Zum Beispiel, dass was findet Schlagen ihr? Nicht mehr erlaubt ist. Oh, sie haben gerade eine Regel gebrochen. Es war aus Versehen. Scheiße. Ich sage das ganz klar und deutlich. Ihr habt ein paar Grenzen überschritten. Das ist keine Demokratie. Ich bin enttäuscht. Und das sollte nicht wieder passieren. Okay. Ja, wir werden eine gemeinsame Volksversammlung einrufen und ihnen die Regeln präsentieren. Wenn diese nicht gerecht sind, dann werden sie geändert. Aber ich finde sie sehr gerecht, weil wir uns an unsere Heimatorte orientiert haben. Diese Regeln existieren auch in unserer Heimatstadt. Nun, aber in eurer Heimatstadt geht es nicht um Erkundung und Entdeckung neuer, komplett unbekannter Lande. Vor allem gefährlicher Lande. Okay, es sind andere Regeln. Okay, wir werden diese Regeln vorstellen, wie schon gesagt. Also gut, und das sollte nicht so sein, nachdem ich das angesprochen habe. Ja, das war vielleicht ein bisschen undurchdacht von uns dreien, aber ja, was soll ich jetzt machen? Nun, ich tue mein Bestes, was ich machen kann. Leider zu spät, aber egal. Besser als nie. Klärt mehr mit uns ab. Redet mehr mit uns und nicht nur untereinander. Alles klar, Herr Professor. Wir sind eine Gemeinschaft. Ich habe euch alle angeheuert. Theoretisch seid ihr alles meine Arbeiter. Und damit ist es schlimm, dass ich nichts mitbekomme. Okay, Herr Professor. Wie schon gesagt, wir werden nach unserer Aufgabe ein gemeinsames Treffen veranstalten. Hoffentlich so früh wie es geht. Sehr, sehr gut. Dann bin ich erleichtert. Problem. Ja, und falls ihr Ben seht, überliefert ihm es. Oh, und. Er ist weg. Naja. Was hat hier gerade Furzgeräusche gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das war der Professor. Nein! Ich rieche es. Wenn es eine Sache ist, die ich nicht bin, dann ist das Inkontinent. Ich kann alles drin behalten. Der Professor oder Le Court, Sie wissen das bestimmt auch. Was ist nochmal sehr effektiv gegen Flug? Andersrum. Flug ist stark gegen Kampf. Pflanze und Käfer. Und Pflanze und Käfer, ja. Pflanze, Käfer und Kampf, okay. Das Pokémon ist Kampf. Das würdest du damit, wenn du das höher Level beginnst, dann Stachab, ja, wenn du später das könnte bestimmt dagegen gewinnen. Okay, ich verstehe. Dankeschön. Was ist gerade euer höchstes Pokémon? Da, 37. Leider war ich zu dem Zeitpunkt nicht da, als hier ein bisschen dieser kleinen Hasen Schweine gekommen sind. Deswegen habe ich leider ein viel ein wenig
Passt, aber ich kann es zum Glück nachholen. Warum lagge ich denn? Was ist denn los? Nun, Hauptsache, ihr werdet bereit sein, aber mal sehen, wie es sowieso aussieht, diese Herausforderung. Mal schauen. Ah, Alter. Oh, ich sehe jetzt diesen Kopf. Und wie steht's im Kampf gegen Gerhard? Geht so. Gerhard ist stark. Doch, er macht auch mir immer Probleme. Was passiert hier gerade? Üble Dealer. Ich habe bereits eine Strategie gegen seine Pokémon. Verdrückt. Nee, ich hab mich verdrückt, Mann. Naja. Globopus. Das ist so süß. Ich hab mich schon wieder verdrückt. Tatsächlich, sehr niedlich. Ich hab verloren, Mann. Ja. Man darf diesen Mann nicht unterschätzen. Ja, ich hab zwei Pokémon von ihm gefetzt. Das ist okay, ist gut zum Leveln. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ich sag, ist meine Übertragungsrate ist fein angeblich. Oh mein Gott, was passiert hier? Ich kann nicht mal disconnecten. Was passiert? Ich guck in die Vergangenheit gerade. Warum ist hier alles 20 Mal? Was passiert hier? Nach Globopus war vorbei. Komm wieder, wenn du stärker bist, sagt er 5000 Mal hintereinander. Oh, wow! Wer ist der? Keine Ahnung, aber der Officer meinte, ich darf gegen ihn kämpfen. Oh ja, es gibt immer hier ein paar Reisende, die durchkommen und die ein paar Herausforderungen haben wollen. Die aufs Maul wollen. Das auch! Auch wenn er mich gerade ziemlich fickt, aber egal. Du schaffst den noch! Oh, nein, Harry, der Mann hat ein gutes Team, aber... Ein Harayama! Der hat mich schon wieder verdrückt. Ja, langsam reichen wir der Pokémon da nicht. Ach ja, Petri, ich glaube, ich wollte auch noch von etwas berichten. Ja. Ihr könnt euch vielleicht schon Gedanken machen. Am Ende dieser Tage werden wir vielleicht irgendwann uns zusammensetzen und uns absprechen, was wir nun in unserer endgültig benannten Stadt vielleicht an neue Ressourcen, Leute oder sonst dergleichen herholen. Dazu gehören Trainer, die verschiedene Aufgaben erfüllen können nebenbei. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Doktor holen, könnt ihr nicht nur gegen ihn trainieren, sondern er wird wahrscheinlich auch uns alle ein paar Male mit Heilung versorgen. Oder? Was heißt Heilung? Die dazugehörigen Sprays und so? Oder, dass keine er uns Ahnung, ich weiß nicht, was Ärzte so machen. Okay. Das ist ja nur ein Beispiel. Okay, ja. Und ja, dazu gehören einige Leute. Je nachdem, was wir eben benötigen, ob es mehr Nahrung ist, die wir beschaffen können, oder ob es einfach mehr vielleicht bestimmte Items, die gebaut werden müssen von Wissenschaftlern oder sonst was. Nebenbei können auch Items direkt bestellt werden. Willst du nicht so Wobei gilt, dass nur aus einer Kategorie Items für alle was geholt wird, wenn überhaupt. Okay. Und natürlich auch Händler. Wir haben bisher nur einen. Und vielleicht wären ein paar mehr auch nicht schlecht. Wobei wir erst die Wirtschaft ankurbeln müssen und mehr Leute hier haben müssen. Ja, das macht Sinn.
Lucario wohl ehren. Alles klar. Also macht euch vielleicht ein bisschen Gedanken. Ja. Was wir so das brauchen. Hört sich gut an. Also gut. Vielleicht, Ben. Vielleicht kann ich dir ein wenig bei deinem Training helfen. Ja. Es gibt ja so etwas, was wir machen können, was ich schon eigentlich lange machen wollte. Das wäre? Ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf heraus. Natürlich akzeptiere ich. Ja, es kann sofort losgehen. Du hast ein Kampf-Pokémon heraus und das ist schlecht. Ich muss mir aber eben Kampfmusik anmachen. Einen Moment. Okay. Oh mein Gott, mein PC ist gerade ein bisschen am Ausrasten. Einen Moment. Mein Kopf ist sehr langsam, um sich mental auf diese Musik vorzubereiten. Oh mein Gott, was passiert? Ich tippe einmal raus und plötzlich kollabiert mein Computer. Deswegen habe ich, glaube ich, Lags. Das ist mein PC. Einen Moment. Ein kleinen Moment. Ja. Ich muss sehr scharf nachdenken. Oh, ich habe keine Ahnung, was das sein wird. Kannte Jim Leader. Geil. Also gut. Möge der Kampf beginnen. Ich muss sofort nachdenken, weil das ist eine spezielle Situation. Aber ich glaube, ich habe was. Oh, wir beide wechseln. Ja, sehr gut. Ich hole mein Wickervolt. Ist das ein Pokémon-Kampf zwischen Trainern? Zwischen uns. Und jetzt los. Da guck ich zu. Donnerblitz. Und weg. Aha. Du hilfst mir zu trainieren und da wollte ich dir doch eigentlich helfen. Oh, du forderst die Geschwindigkeit heraus. Das sollst du nicht ein Käfer-Pokémon herausfordern. Käferbiss! Ah! Nicht mit einem Schlag besiegt! Das ist schon mal sehr gut. Denn das Aber gut, davon kann ich mich erholen. Nämlich ist jetzt Maus steckt dran! Wechsel ich auch, jetzt mein Reitschuh dran. Oh! Aber geil! Der Fake-Out erwischt ihn trotzdem, womit ich eigentlich den Simsala bekämpfen wollte. Aber ja, egal! Mein Elektroball wird dich jetzt treffen. Oh, das wird er! Aber dafür werde ich dich genauso heftig zurücktreffen! Disarming Voice! Das ist doch nicht annähernd so heftig! Au! Mein Funkensprung hat dir ganz viel Schaden gemacht. Oh mein, Meowstick schreit nur! Ah, verdammt! Aber egal! Also hilfst du mir doch beim Trainieren. Das würde ich noch nicht so sagen! Denn hier ist mein erstes Pokémon, Heliobtai! Haha, dein Elektroball ist nicht sehr effektiv. Er hat trotzdem viel Schaden gemacht. Aber durch den Matschlöp niedriger ich deine Genauigkeit. Ah, ich gucke euch alle zu. Dann wechsel Le Professor, sind Sie gleich offen für einen weiteren Kampf? Oder Hurt oder Bandover? Haha, ein kritischer Treffer. Ich genehme mir gerade ein leckeres Essen. Deswegen schaue ich gerade zu. Und dann Volt Switch. Das heißt, ich wechsle gleichzeitig mein Pokémon, während ich angreife. Und ich hole Shinotic. Aha. Das ist bisher eigentlich mein stärkstes Pokémon. Ich werde wechseln zu meinem Panzer. Ah, Skarmory! Da ist mein Megasauger nicht so effektiv.
Aber egal, ich habe noch nicht aufgegeben. Und es wird Zeit für Klink, meine gefährlichsten Zahnräder. Ding Dong. Ein Angriff hat nicht so viel Wirkung. Und jetzt Klink, lade dich auf mit Charge Beam. Wann kommt der Charge Beam? Jetzt! Dadurch wurde mein Spezialangriff höher. Und jetzt ist es Zeit für den Finishing Move. Nein, nein, nein. Oh. Tauros. Discharge! Discharge! Das war noch nicht genug. Ich muss es mehr aufladen. Und jetzt wieder. Discharge! Mit jedem Charge-Beam, den ich gemacht habe, ist mein Spezialangriff gestiegen. Und mein Klink wird mächtiger. Reizschuh hingegen, das wird schwer. Doch die Resistenz. Ah! Ist mir nicht egal. Die Resistenz ist mir nicht egal. Egal, jetzt kommt wieder Heliabteil. Der Abteil stirbt jetzt auch. Ach, noch okay. Nicht! Und jetzt, Bulldoze! Mach es langsamer! Und wenn ich Glück hab, bin ich jetzt schneller! Ich hab kein Glück! Doch jetzt kehrt er wieder zurück! Mein Champion! Chinotic! Versuch's noch mit Elektroball. Megasauger! Aha! Mein Reiter hat überlebt. Doch nur für wie lang ist die Frage? Ich werde zu Panzeron wechseln. Ja, Panzeron ist ein großes Problem. Was tun? Richtig! Ihn zum Schlafen bringen! Wenn du mein Chinotic physisch angreifst, kann dein Pokémon entweder paralysiert, eingeschläfert oder vergiftet werden. Und jetzt nehme ich deinen Panzer und seine Stärke. Mit Strength Sap. Was mein Pokémon wieder heilt. Und jetzt wird es Zeit für meine. Der Panzer stirbt. Immer noch. Schläft immer noch. Haha! Und jetzt kommt Solosis! Der Auserwählte! Mein Starter-Pokémon! Alakazam, ha? Du sorgst nur dafür, dass ich meine Vorbereitung kriege! Reflektor! Meine physische Verteidigung ist erhöht! Gefolgt! Von Lichtschild! Auch meine Spezialverteidigung ist nun höher. Ich genese nochmal. Und ich hole mein Chinotic wieder. Meine Pokémon sind stark. Doch können sie das lange genug aushalten? Meine Verteidigung ist nun undurchdringbar. Du wirst nie mehr Schaden machen, als ich mich heile. Wir werden sehen. Ich habe wieder Panzeron. Schläft er immer noch? Er schläft immer noch! Und ich sauge ihn nur langsam und qualvoll aus! Kann er nicht lang. Er schläft nicht mehr! Scheiße! Oh, das hat wehgetan! Oh oh! Meine Effekte sind wieder weg! Jetzt wird mein Egal! Zerfetzen! Ich nehme dir deine Stärke! Strength up! Und ich nehme ihm noch mehr Stärke. Die Heilung von meinem Chinotic ist zu stark. Und mit jeder meiner Heilung wird dein Pokémon schwächer. Aha, ausgewichen. Jetzt sauge ich dich ganz langsam und qualvoll aus. Deine Geschwindigkeit. Du bist sowieso schneller. Ja, das hat nichts gebracht.
ganz langsam und qualvoll. Ich hoffe, ich habe genug PP. Ah, wieder eine Kasam. Durch den komme ich schneller. Ah, ein kritischer Treffer. Ja. Das Glück ist mit dir. Glück ist tatsächlich mit mir. Oh, was tun? Jetzt kann ich angreifen. Heil dich, nein! Egal. Ich habe noch Solosis. Und Solosis wird nie aufgeben. Du heil dich nur. Ich werde meine Pokémon schützen. Solosis ist der Auserwählte. Er muss weiterkämpfen. Ja, Verteidigung und Spezialverteidigung erhöht. Ist Zeit für ein Psyschock. Und das war's auch mit Riolu. Vielleicht kann Raichu mit seinen 3 HP noch was ausrichten. Er wird schneller sein, doch wird er stärker sein. Er ist stärker. Nicht stark genug. Gut. Und wieder Psyschock. Ich habe immer noch 2 Pokémon. Oh, es lebt! Genesung! Nein! Aber meine Verteidigung lässt nach! Das ich schütze, ja. Und Genesung! Ich werde nicht aufgeben, Ben! Ich habe zu lange, zu viele Kämpfe ausgewirkt! Psychok! Was ist Scheiße! Ein letztes Mal! Versuch es! Ich bin ausgewichen! Das Glück ist auch mit mir, Ben! Das Glück ist auch mit mir! Oh, Scheiße! Ein sehr guter Kampf! Sehr spannend. Ja, war sehr spannend und lang. Ich hätte nicht erwartet, dass das so heftig wird. Nur mein Simsala hat überlebt. Was ein aufregender Kampf. Aber ein starkes Pokémon, Simsala. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel an meinen Fähigkeiten arbeiten, wenn ich ehrlich bin. Wenn doch, wir haben sie gewonnen. Vor allem an meinen Pokémon. Yeah. Oh. Aber gut, wenn es schon so aussieht, wer weiß, vielleicht seid ihr schon der Prüfung gewappnet. Aber noch ist dieser Turner nicht da. Ich muss sie erstmal healen. Also gut, ja, ich muss mich auch erstmal rein. Das war stressig. Ja. War das der erste Kampf untereinander? Ja, ich glaube schon. Das war. Und den ersten Kampf konnte ich für mich entscheiden. Das konntest du. Komm, wenn du wärst. Aber irgendwann, sage ich dir, wird die Wissenschaft sich rächen. Irgendwann werde ich stärker sein. Noch haben sich viele meiner Pokémon kaum entwickelt. Doch, sie sind nah dran. Nah dran. Und dann werde ich gewinnen. Wohin laufe ich? Warum laufe ich hier rein? Sie werden wahrscheinlich gewinnen. Oh, ein weiterer Kampf. Ihr geht ja jetzt auf die Vollen. So muss das. Komm, wenn doch wer. Oh, Staravia gegen Riolu. Zeigen Sie, was Sie können. Oh! Mein Riolu ist vorher gestorben. Zum Glück war der mein Flügelschlag. Staravia schneller. Oh! Oh nein! Doch er reagiert mit Raichu. Und die Statik hat Staravia paralysiert. Und der Elektroball sofort beendet. Da hätte wer vielleicht wechseln sollen. Oh mein Gott! Jetzt kommt der Mann mit dem großen Bizeps! Der Clown des Todes nennt man ihn auch. Warum bin ich plötzlich Moderator geworden? Oh, kann Raichu ihn besiegen? Nein, mein Raichu kehrt zurück, wenn mein Panzeron kommt. Und der holt Panzeron. Ein guter Zug, um ehrlich zu sein. Gute Entscheidung, doch wird der Panzeron stärken nutzen? Er tut es und geht für die sehr effektive Attacke. Doch Conkeldurr ist einfach zu mächtig.
Vielleicht hilft Simsala. Oh, Simsala, eine weitere gute Wahl. Ich glaube, ich muss stärkere Geschütze aufbauen. Lucario. Oh. Durch den Stahltypen sind die Sachen nicht effektiv, doch. Simsala bleibt zu stark. Der Typenvorteil ist zu groß. Und Simsala finisht Lucario. Oh. Heredir. Bedroher setzt ein. Doch bringt Bedroher. Ehrlich gesagt nicht viel gegen Simsala. Oh, der scheiß Ring. Im Ring kann man nur Weg haben. Kasam. Oh. Ich muss sagen, dein Simsala ist beängstigend stark. Mein Simsala ist schon stark, ja. Aber gut, das wird dann wahrscheinlich für später helfen. Und es lohnt sich immer, ein mächtiges Pokémon zu haben. Aber das ist schon interessant, weil... Habt ihr es hier mitbekommen? Sobald wir unsere Stadt ein wenig vergrößert haben, könnten wir vielleicht eine Art kleines Turnier planen, um mehr Leute anzuwerben. Hallo. Ja. Und das ist schon mal interessant zu sehen, wie sehr ihr gewachsen seid, seitdem ihr hier angekommen seid. Schon sehr interessant. Herr Professor, gucken Sie mal. Das ist ein sehr, sehr interessanter Landteil. Der nicht auf Land erstickt. Sehr interessant, worauf du da sitzt. Das ist sehr interessant. Tut das nicht ein wenig weh? Nö. Absolut. Es ist irgendwie komisch sehen, worauf er... Dein Hintern ist schon mal sehr resistent. Er hat wahrscheinlich schon viel Schaden erlitten in seinem Leben. Durch absolut gewöhnliche nicht-sexuelle Aktivitäten. Das ist irgendwie ordentlich spezifisch, wissen Sie das? Natürlich! Ich sage ja genau, dass es nicht spezifisch ist. Ah, okay. Mhm. Ja, ah, ja. Oh mein Gott. Ich merke sowas. Warum merke ich? Oh mein Gott, mein Internet ist komplett am Sterben. Ich muss kurz das ausprobieren. Meinst du, das ist jetzt besser? So. Oh mein Gott. Da. Hier. Ja, ich war ein wenig am Träumen. Hier. Entwickelt. Was ist passiert? Können Sie mir sagen, wann mein Riolu sich entwickelt? Wenn es sich sehr, sehr lieb hat. Und das muss ein Level Up am Tag machen. Genau, es muss sich am Tag aufleveln. Ach ja, warte, ich kann dir aber auch dabei helfen. Ich habe ihm schon eine Bälle gegeben. Ja, was? Der Schmied hat mir eine Sanftflocke gegeben. Ah, sehr gut, sehr gut. Aber Herr Professor, ich habe einen Vorschlag. Ja? Wenn wir hier eine Prüfung machen, die mit Kampf öffnet und sowieso schon Leute hier anfangen, Kämpfe sich zu bekämpfen, wieso fangen wir nicht an, einen kleinen Kampfplatz zu bauen? Ein kleines Appell. Das ist eine wundervolle Idee tatsächlich. Uns fehlt ein Arena-Kampfplatz. Eigentlich wollte ich das aber auch Eragon überlassen und ihn leiten lassen, aber er ist ja gerade nicht anwesend. Aber gut. Wir können es doch nächstes Mal mit Eragon machen. So früher oder später sollten wir es machen, aber wahrscheinlich schaffen wir es momentan nicht, weil ihr ja beschäftigt mit Trainieren seid. Aber sobald das vorbei ist, dann auf jeden Fall. Das klingt nämlich nach einer super Sache. Das stimmt, das hat uns eigentlich gefehlt. Wir wollen ja eigentlich hier unsere Kolonie so attraktiv machen, indem wir zeigen, wie stark wir sind. Dann brauchen wir auch eine schöne Arena, ja? Wir haben dann irgendein Problem, kommen Sie mit. Oh. Ja, was ist los? Ich habe kein Problem, ich wollte nur fragen, weil ich eben nicht weg kann. Wir sind alle da. Ich kann nicht. Was ich hast du für ein Problem? Du kannst ehrlich mit uns sein, Justiz. Wir akzeptieren dich so, wie du bist. Alles ist in Ordnung. Fragen, Herr Professor, es ist immer gut, dir was sich von der Seele zu reden. Ich wollte nur fragen, lohnt sich Quick Guard? Was?
Quick Guard. Keine Ahnung. Frag ihn mal, was das ist. Ich bin kein Kämpfer, ich bin Wissenschaftler. The user protects itself and its allies from priority moves. Das ist scheiße. Okay, Herr Professor, hätte ich mir denken können. Sehr, wahrscheinlich. Sehr situativ. Ja, deswegen scheiße. Wir sollten anfangen, soll Rolle zusammen, weil ich habe, glaube ich, man könnte den Kampf da vielleicht cool aus Rolle machen. Ich habe da eine Menge Rolle. Ja, ich auch das noch Rolle. Hört sich gut an. Also, falls du was brauchst. Nee, ich baue ihn noch nicht heute, ich warte noch auf Aragorn, der will ja. Der will auch, glaube ich, helfen. Ja, okay. So, jetzt kann ich die Kampfmusik erstmal ausmachen. Gilt das hier als Tag für meinen Riolo? Jetzt ist Tag, ja. Jetzt ist Tag, ja. Was ist denn der Wert, was ist denn, wenn die Freundschaft des Pokémon einen Wert packen müssen? Welche Zahl wäre das? Ich würde so sagen 221. Dann sollte ein Level-Up eigentlich genügend passen. Okay. Ich glaube, es wird auch langsam wieder Tag. Es ist, glaube ich, Tag, Herr Professor, die Wolken verdecken die Sonne. Das stimmt, das stimmt. Kann gut sein. Ja. Ich habe noch gar keinen Boss besiegt, das ist der erste. Ja, ich auch noch nicht. Was macht denn ein Weißkraut, ein Flohkraut, glaube ich, heißt das, oder Weißweiter? Oh, weiß ich, wie soll ich das machen, wenn ich zu mir letztes Essen kam, hab ein bisschen hat man gehört. Aber gut, dass es drin geblieben ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was Weißkraut macht. Versteckt das nicht normal? Nein, das war der Schal, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dieses Kraut ist mir gerade ein Mysterium. Ist Herr Randall gerade im Gedanken versucht? Sorry. Ja. Er nährt gerade sein Hirn mit. Keine Ahnung. Mir fällt nichts ein. Oh mein Gott, nicht schießen! Officer! Sie sollten mit der Pistole aufpassen! Das war eindeutig ein Roleplay-Schussgeräusch! Passen Sie auf! Ich habe nicht geschossen. Das könnte gefährlich sein. Okay, ich stecke weg. Ich wollte das Pokémon nur reinschüchtern. So wie mein Onkel Dorf. Ja, sie haben bestimmt auch nur Platzpatronen, ich weiß. Ja, genau. Das ist Arasis. Ich dachte, er stirbt. Ah! Richtig, ich dachte. Lunarstein ist für gewöhnlich hässlich, aber auf diesem Kontinent ist es besonders hässlich. Ich bin leider eine ehrliche Seele, ich kann es nicht verbergen. Ich mag dieses Pokémon nicht. Ich weiß nicht, welchen Sinn es im Universum erfüllt. Ich werde dieses Denton erlösen. Von seinen Kopfschmerzen, das ist sehr nett von dir. Wobei, es gehört ja einem Trainer, der kümmert sich bestimmt gut darum. Hoffentlich. Aber seinem Anzug nach zu urteilen ist er ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob ich so rumlaufen würde. Hey. Ja, das verlangt ein bisschen Selbstbewusstsein. Das auf jeden Fall. Ich muss mein Steravi auf Level 31. So was um den Dreh. Ich glaube 32 entwickelt es sich. Dann bin ich zufrieden. Und mein Hund. Oder 34. Ah, schon beiden. Und mein Hund muss auch noch hier ein bisschen Level höher. Ich weiß nicht. Der, muss er nicht getauscht werden? Muss er getauscht werden? Lass uns das mal ausprobieren. Okay. Ich gebe dir einfach mein Heliab-Teil. Ups, da. Nein, doch nicht. Irgendwie hatte ich das falsch in Erinnerung.
Aber ist das hier da oder einfach, ja, irgendwas mit Level 30 wahrscheinlich. 32 glaube ich sogar. 32, ja. Sollte ist passen. Da draußen das die Endentwicklung oder ja. Was? Ja, dann, das ist Stoutland. Okay, ich ein verstehe. Pokémon mit einem großen Riecher und einem großen Schnurrbart. Ja, habe ich gesehen. Das sieht wirklich cool aus. Ich glaube, du kannst bestimmt auch reiten, so groß wie es ist. Und damit wirklich? Dann die und damit dann die Stadt patrouillieren. Das ist sehr gut. Das wäre sehr gut. Dann bist du quasi Repräsentant von unserem, naja, Maskottchen quasi. Also zieh dieses Pokémon gut auf. Werde ich. Es freut sich, obwohl es will irgendwie weg. Will es nochmal geheilt werden? Es kann sein, dass es den ganzen die ganzen Essensreste, die hier rumliegen. Ach, keine Ahnung. Es riecht bestimmt irgendwas. Vielleicht hat der Shopkeeper irgendwas versteckt. Mal gucken. Oh, da ist ein anderer Hund. Ich verstehe. Ah, deswegen. Deswegen. Er wollte nur am Hintern von diesem Hund hier riechen. Von diesem langweiligen Nicht-Pokémon-Hund. Oh Mann. Pokémon-Hunde. Hier ist noch einer. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig aus, findet ihr nicht? Irgendwie schon, aber er guckt doch irgendwie traurig. Er sieht einfach nur merkwürdig aus. So als käme er nicht aus dieser Welt. Als würde er nicht hingehören. Was für einer Welt sind solche komischen Kreaturen? Ich würde sie gerne loswerden, aber ich will sie auch nicht töten, weil das im Herzen wäre. Das wäre ein wenig brutal! Wenigstens nicht vor offener Kamera. Vielleicht irgendwie ein anderes Mal. Man kann sie ein anderes Mal töten, richtig. Ja, wir müssen sie ja. Vielleicht können wir ihnen einen anderen Besitzer zuweisen. Das verstehen können Sie? Wir vielleicht machen, das stimmt. Das stimmt. Ich habe ein Item für dich. Justice. Oh! Ja. Oui, oui. Ein Sharp Pack gibt das deinem Staravia. Oh! Was das verstärkt Flugattacken. Oh, das ist sehr gut. Danke. Vielen Dank. Jo. Deine. Gott. Oh, die kocht ihre Sache. Random. Oh, random. Ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist, wenn man als Rüpel etwas zu essen machen will. Man muss erstmal, wenn man denkt, man ist schon fertig, muss man erstmal 20 Minuten das Essen vorbereiten und dann auf einmal dauert das dann nochmal eine ganze halbe Stunde, da muss man erstmal noch Sachen wegbringen. Es ist, ich meine nicht als Rüpel, ich meine als normaler Mensch. Ich bin ein normaler Mensch. Ja. Das hat sich entwickelt. Aber apropos, ich glaube, ich kann ja was erzählen, was vielleicht dich ein wenig erfreuen würde. Ich weiß noch nicht, was vorgefallen ist. Aber wir müssen sowieso allgemein mit Justiz, Ben und Bernd ein wenig reden. Die ein bisschen zur, naja, ironischerweise Selbstjustiz neigen. Demokratie. Deswegen, wir werden bald einige Dinge besprochen. Gemeinsam mit allen. Was ein wenig fairer ist. Wenn du aufgeregt bist, sag doch was. Ich höre dich nicht. Ist mein Hörgerät wieder kaputt? Hallo? Was haben Sie gesagt? Ich glaube, Randall kann was? Nicht mehr reden. Ich glaube, Randall? Das ist nur er. Seine Stimme naja, verloren. Egal. Er freut sich. Ich weiß, dass er sich freut. Ich fühle das. Sekunde. Was ist das für ein ominöses Geknister? Ich muss mit Ihnen kurz reden. Sind Sie irgendwo hier? Gönnt sich da jemand was Leckeres? Tschüss. Kekse. Wollen Sie Kekse? Ich würde gerne einen nehmen. Stellen Sie sich das einfach vor. Warte, ich kann helfen. Einen Moment, ich muss nur eben zum Halbgott werden. Warte.
Keks, Lava-Keks! Lava-Keks! Es gibt Pokémon-Kekse! Jetzt machen wir es realistisch! Hola, Randall. Bitte nehmen Sie Ihren Keks. Oh, vielen Dank, Tami. Ich hab schon gehört, Sie haben Ihre Stimme verloren. Vielen Dank. Wo ist jetzt der Keks? Den hat Randall. Was? Oh. Liegt der vor Ihnen. Wieso? Da. Kotzen Sie ihn aus, oder was? Nee. Wieso hört man mich nicht? Dann, da ist es. Da ist die Kotze. Oje. Bitte, hallo. Herr Professor. Ich finde deine trotzdem lecker aus. Hallo. Hi, hörst du mich? Ja. Dann essen oh mein Gott, man hört mich. Die hören mich. Okay, weißt du, Randall, dass im Moment... Oh, der ist weg. Vielen Dank. Das ich war ein sehr guter Keks. Du kannst sehr gut backen, falls du ihn selber gebacken hast. So. Okay. Ja, ja. Professor, hören Sie mich jetzt? Allgemein, es wäre mal schön, deinen Café besuchen zu können. Ja, hören Sie mich ich hoffe jetzt. Bald. Ich höre dich. Mit dir passieren ganz viele komische Dinge. Ich weiß, manchmal geht auf einmal mein Kopf aus und ich kann nicht mehr sprechen. Und dann muss ich in meinem Kopf etwas ein- und ausschalten und dann auf einmal kann ich erst nach ein paar Minuten wieder reden. Aber, das Professor, hört sich sehr kryptisch an. Ihr wart einfach in meinem Haus auch. Einfach Sachen durchsucht, einfach an meine Kisten rangegangen. Deswegen, das wusste ich nicht mal. Das wurde mir scheinbar wieder verschwiegen. Aber egal, wir sorgen für vernünftige Ordnung. Richtige Ordnung. Oh, ein Metallmantel. Ja. Ja. Keine Sorge, dafür habe ich gesorgt. Ich habe halt nur das ein oder andere mitbekommen und... Das hat mir ein wenig Sorgen bereitet. So etwas... Die drei haben sich ein wenig zu... befehlshaberisch aufgeführt. Und das gefällt mir nicht. Wir sind hier eine Gemeinschaft. Und da wird das auch gemeinschaftlich geklärt und nicht nur alleine. Ja. Deswegen ja. Nur damit du Bescheid weißt. Ja, okay. Dann trainiere ich jetzt. Es wird was getan. Trainier! Okay. Alles klar. Bemühe dich. Ich glaube, es wird bald Zeit sein. Glaube ich auch. Ich beeile mich. So, zu disconnected. Dann wird dafür gesorgt, dass ich nicht taub werde. Indem ich alle reden höre. Jetzt gibt es wieder einen Modelwechsel. Dann gibt es einen Teamwechsel. Oh, scheiße, wo habe ich das mal? Ich habe so viele random Minecraft Skins und so weiter. Holy shit, das ist einfach zu viel. Oh fuck, ich sollte die Welt erstmal laden lassen. Eins nach dem anderen. Und jetzt kann ich weiter umherschweben. Dann kann ich hier Game Mode 1 gehen. Mir einen PC ercheaten. Bam, bam, bam. Dann nehme ich diese wundervollen, starken Pokémon. Was brauche ich noch? Eigentlich brauche ich nichts mehr. Ich bin ein Geist. Die Schuhe ziehe ich sogar aus. Die gehören nicht zu Turner. So. Und geben wir dem mal eine Herausforderung. Jetzt komm schon. Ist gut. Hoffen wir mal, dass diese Trainer das Zeug dazu haben. Jetzt sei nicht so abweisend. Drill. Ich weiß, ich
sollte eigentlich nicht so viel Druck auf sie ausüben, aber das ist vielleicht so. Oh, das ist jetzt sehr, sehr peinlich. Hi. Da bin ich wieder. Okay. Und ich, nein, ich habe nicht mit meinem Pokémon geredet. Alles klar. Müssen wir jetzt soweit sein? Das wäre gut. Wenn mein Zeitplan das erlaubt, dann kann ich hier ungefähr eine Stunde bleiben, aber ich hoffe, dass es schneller geht. Und bis zum Rest, wenn ich in einer halben Stunde wieder weg bin. Okay, alles klar. Ich gebe den anderen schnell Bescheid. Ja, ja, mach das mal, mach das mal. What? Ah, da bist du. Oh, ich hab ihn Turner. Ja. Ja, jetzt denke ich mal soweit. Ja. Dictry hat alles herausgefunden, was man herausfinden muss. Oh, okay, interessant. Dann, na dann. Das ist also, was ihr aufgebaut habt? Ja. Das ist das, was bisher steht. Sag mir, wie lange seid ihr hier schon? Trio. Noch nicht sehr lange, ein paar Wochen. Ja. Na gut, ich nehme alles, was ich vorher gesagt habe, zurück. Das scheint ja zumindest doch ein bisschen was zu sein. Ja, ne? Wie groß ist eure Minenanlage? Also, wir sind durch den kompletten Untergrund der Stadt auf jeden Fall schon durch. Trio. Da hinten ist ein kleiner Eingang. Nein. Da kommt man runter zu ein paar. Noch leider noch nicht systematisch, sondern wild gegrabenen Gängen erstmal. Na. Wäre gut, wenn ihr Ordnung in das Chaos bringt. Vor allem, wenn ihr unter die Stadt gräbt. Das könnte heftige Konsequenzen sein, aber. Ich glaube, da erzähle ich dir nichts Neues. Das stimmt. Also gut. Dann. Worauf warte ich eigentlich? Wollt ihr den nicht alle holen? Die anderen holen, ja. Ich kümmere mich um den Trainer, der hier kommt. Ein paar Besucher habt ihr ja schon. Das ist eine seltene Sache, vor allem hier in der Region. Trio. Wie lange bist du schon hier? Erst ein paar Tage. Ich meine, es sollte eigentlich nur ein kurzer Besuch sein. Nur es war Lilia, die mich hierhin gedrängt hat. Keine Ahnung, was die genau mir sagen wollte. Ich habe selber nicht wirklich verstanden. Okay. Ich meine, vorher wusste ich nicht mal, dass dieser Ort existiert und plötzlich erzählt ihr mir von diesem Ort. Nennt ihn Galterra oder was auch immer die sonst gelabert hat. Ich wusste nicht mal, dass dieser Ort einen Namen hat. Ich auch nicht. Ihr seid hier und ihr wisst es nicht mal. Ja, sie schiebt ein bisschen Panik, keine Ahnung. Unser Professor ist ein ganz besonderer. Ja? Wer ist es denn? Guten Tag. Sei nicht, dass es einer der alten Säcke ist oder Lind, dieser inkompetente Junge. Nee, nicht Lind, das ist ein, gar nicht dementer alter Mann. Der Fichte. Ja, wer ist das denn? Das ist ein dementer alter Mann. Es hilft mir nicht auf die Sprünge, aber naja. Hab nie von ihm gehört. Ich vergesse, aus welcher Region er kommt. Ich glaube, Carlos, ich bin mir unsicher. Na, ist ja auch egal. So, scheint ja halbwegs organisiert zu sein. Und ich sag ehrlich, in ein paar Wochen sowas aufzubauen, nicht schlecht. Danke. Aber gut, gibt's irgendeinen Platz, den wir verwüsten können? Denn das könnte jetzt ein bisschen dreckig werden. Wortwörtlich. Boden-Pokémon verhalten sich ein bisschen so dreckig. Wer weiß. Wir können gucken, ob wir ein bisschen außerhalb gehen. Wir haben noch keinen Kampf. Da wollen wir uns erstmal drum kümmern. Ja, dann. Führ mich dahin, wo ihr kämpfen wollt. Ich muss nur meine Pokémon eben ausrüsten und heilen. Geht schon mal vor, ich komm nach. Die Frage ist, wohin? Ich würde vorschlagen, hier irgendwo, hier das offene Feld. Oh mein Gott. Was? Hi. Hey, ich muss nur ganz kurz meine Pokémon halten. Ich bin gleich da. Trio. Oh Mann. Immer diese Leute mit Geist-Pokémon. Wohin wollt ihr mich jetzt führen? Was? Hier. Wenn ihr hier aus dem Weg machen wollt, dann macht den auch vernünftig. Ich meine, was ist das?
Was genau meinen Sie? Das ist doch schrecklich hier, wenn das hier ein Weg ist, wo gleichzeitig die Brücke anfängt. Ah, wir müssen hier einen Weg bauen. Fertig. Ja, es ist noch, Das sind die kleinen Sachen, die eine Stadt sehenswürdig macht. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Maria City wurde grundsätzlich von allen meinen Ressourcen, meinen Architekten und sonst was gebaut. Und jetzt ist es eine der größten Touristenstädte von ganz Einhal. Deswegen, nehmt euch meine Worte zum Herzen, wenn ihr, hieraus was machen wollt. Wobei, ich weiß ja nicht, was eure Ziele hiermit sind. Wir werden nicht sterben. Wir wollen eine Kolonie aufbauen. Ja, das habt ihr schon. Was dann? Kolonie bekannt machen und hier raus aus diesem Kontinent, aus dieser Region, eine belebte Region machen. Irgendwo muss einfach gesetzt werden, weil hier ist ja nichts los. Na, dann sage ich euch schon jetzt. Einfache Kies- oder Dreckstraßen, nicht perfekt. Macht das aus vernünftigen Stein. Am besten sogar Beton, wenn ihr irgendwelchen auftreiben könnt. Der Boden, auf den die Leute treten, ist schon sehr wichtig. Das Gefühl, mit dem sie eure Stadt betreten, ist essentiell. Aber gut, wenn ich euch weitere Ratschläge gebe, sind wir hier noch bis morgen. Also, fassen wir es kurz. Ich habe 6 Pokémon dabei. Wenn ihr gegen mein ganzes Team kämpft, da habt ihr wahrscheinlich keine Hoffnung. Aber ich kann jeweils gegen einen von euch 2 Pokémon benutzen. 6 Pokémon heißt 3 Kämpfe. Wird gut, wer kämpft, weil davon hängt das Vertrauen ab. Versucht wenigstens die Mehrheit der Kämpfe zu gewinnen. Ich kämpfe einmal auf jeden Fall. Ich hätte kein Problem auch zu kämpfen. Und ich sag's offensichtlich. Ich bin ein ehemaliger Experte von Boden-Pokémon und ich stehe zu diesem Typ. Also werde ich nur Boden-Pokémon nutzen. Also denk gut nach. Das ist gut gegen Boden. Wasser, Pflanze. Eis. Ich habe nichts davon. Petri außer könnte vielleicht helfen, aber Petri? Ich gucke mir. Trio. Entspann dich, Diktri. Mein Gott. Hat die ganze Zeit für mich arbeiten müssen und jetzt ist es traurig, wenn es kämpfen muss. Mein, wozu trainiere ich dich eigentlich? Na, es ist die neueste Addition zu meinem Team. Eigentlich, das Pokémon hat sehr viel Potenzial, aber Gott, es ist anstrengend. Vor allem, seine Haare? Ja, es hat einen Komplex mit seiner Frisur. Immer wenn man die Frisur erwähnt, wird es wirklich wütend. Ich mag deine Haare. Nein, das, nix sagen! Nix, erwähnt es nicht mal. Aber es steht nie auf die Stärke deines Stalobras. Davon bin ich mir sicher. Ja, Stalobra hat aber so einiges an mehr Training hinter sich. Das stimmt wahrscheinlich. Petri, würdest du das, einen Kämpfer? Aber das wollte ich jetzt auch nicht mit der Reise hier belasten. Seid froh, mein Stalobo habe ich nicht dabei. Das Problem ist, dass die meisten meiner Pokémon 10 Level unter dem Pokémon sind. Diktri ist mein stärkstes, was ich gerade dabei habe. Aber zeig einfach dein stärkstes Pokémon und ich werde anpassen. Keine Sorge, ich bin kein unfairer Kämpfer. Ui. Ich sag mal so, was mit dem Rest deines Teams? Alle darunter, außer mein Globopus. Wie viele Pokémon hast du? 6. Das ist 6 gegen 2, meine sind 32er. Okay, wenn du dich das wagst, ja, das geht. Dann tu es. Dann sind die 3 Kämpfer fest. Okay. Dann, deine Pokémon habe ich schon gesehen. Fangen wir mal mit dir an. Also gut. Lass mich mich kurz bereit machen. Und du, Diktri, du kommst erstmal zurück. Mein Gott. Lass uns auf Abstand gehen, damit der Kampf stattfinden kann. Moment, ich muss eben selber aussuchen, wen ich wirklich benutze. Na, tun Sie doch keinen Sprung an. Hui. Spannend.
Okay, okay, okay. Position? Das ist wahr. Oh mein Gott, das ist so riesig, ne? Das ist insane, wie riesig. Also gut! Jay muss auch irgendwas gucken. Oh Entschuldigung. Du sitzt einfach im Nichts. Ich hab ja nur noch ungefähr 34 Minuten. Sehr gut. Legen wir erstmal die Regeln fest. Oh ja. Gott. Wer macht irgendwas? Wir machen draußen. Oder warte. Ich glaube, ich muss meine Pokémon weglegen, wenn ich nicht alle benutze. Nein, Moment. Jojo. Wieso? Merve, was soll das? Komm her. Okay, okay. Ich hab jetzt alles. Ich sollte bereit sein. Ja, okay. Legen wir die Regeln fest. Marowak. Pampros. Jo. Das ist bei den 6 Pokémon. Du wirst 6 benutzen, nicht 2. Es ist ein Einzelkampf. Kein Zeitlimit. Und ansonsten lass die Pokémon voll heilen, sobald der Kampf anfängt oder vorbei ist. Marowak. Okay. Also sollte das so richtig sein. Das sollte in Ordnung sein. Und es geht sofort los, scheinbar. Meine Reihenfolge nicht mehr. Aber weißt du was? Ich bin flexibel. Also ja, geht's los. Okay, dann bin ich mal gespannt. Sag, was du kannst. Ich finde das lustig. Oh, das werde ich. Das werde ich. Das werde ich schon sofort. Guter Angriff. Alter. Guter Angriff. Und zurückgeschreckt. Jo, mein Garados ist schon sehr kampferfahren. Das ist nicht das schlecht. Zweitlängste Pokémon, das ich habe. Das merke ich. Und vor allem schnell. Ja. Ein Pokémon hast du. Ich zieh meinen Hut. Doch beim nächsten wird's nicht so schnell gehen. Aua. Das ist jetzt nämlich mein schnelles Pokémon. Alter. Deine Initiative ist beeindruckend. Ich bin. Aber jetzt habe ich nicht gerechnet. Fasziniert, wenn ich ehrlich bin. Ich muss sagen, das habe ich nicht erwartet. Ich auch nicht, Ernest. Tut mir leid. Das ging schnell. Das war sehr. Aber egal. So läuft das bei Pokémon-Kämpfen. Also gut. Hau gerade. Hogumi. Wer ist der Nächste? Brandon? Ja. Okay. Okay. Also, ist das dein stärkstes Pokémon? Mein stärkstes. Vom Level oder vom Gefühl, welches mein stärkstes ist? Vom Gefühl. Also gut. Ich denke, es sollte feststehen. Gut. Also gut. Okay. Wir machen dieselben Regeln wie zuvor. Ja. Es bleibt beim 6 Pokémon-Kampf. Pokémon werden geheilt. Und es kann losgehen. Alles klar. Also gut. Sandaconda. Jetzt zeige ich mal, was ich richtig drauf habe. Das vorher war ein bisschen traurig. Aber ich jetzt wird das anders laufen. Glaube ich nicht. Gibby, zeig ihm, was wir gelernt haben. Sandsturm. Kritisch. Guter Treffer. Doch noch ein Treffer wirst du nicht landen, das sage ich dir. Ja, wirklich? Oh nein. Nicht das. Ich war drauf bei Pokémon. Süßer Treffer. Aber da musst du schon was Stärkeres einsetzen. Nee, ich hab da immer noch einen Plan. Oh Gott, du hast es. Minimieren. Verdammt, das ist nicht gut. Und das. Der erste misslungene Angriff. Und glaub mir, das werden noch mehr. Ah. Verdammte Scheiße. Schaufler, jetzt kannst du es gar nicht treffen. Wie wär's damit? Und jetzt. Komm wieder hoch.
Wechsel zum Flug-Pokémon. Ja, so wird das nix. Gut überlegt, gut überlegt. Da bin ich ein bisschen in die Enge gedrängt, das muss ich schon sagen. Aber das gleichen wir durch einen Wechsel einfach wieder aus. Ach Gott. Skorgo, los geht's. Ich glaube, das war eine schlechte Idee von dir. Guter Treffer. Dankeschön. Ach, was ist das? Nachtieb. Oh Gott. Die Einzahlung. Doch, das wird nicht reichen. Nein. Da kommt der nächste ein. Nachtieb. Finalschlag. Ein Treffer hast du noch auf mein Skorgo bekommen. Noch wird es noch mehr sein. Ein Pokémon wird jetzt untergehen. Oh ja, das wird deins. Akrobatik! Und ohne ein Item zu tragen, haut das richtig rein. Das war leider nicht genug. Scheiße, du bist schneller als ich. Es sei denn... Ruckzucki! Gute Anwendung davon. Dankeschön. Doch hier ist wieder meine Schlange. Ach, verdammt. Wieder mit einem Sandsturm. Komm schon. Das ist nicht gut. So einfach lässt sich meine Senecon nicht besiegen. Minimize. Ich vertraue mein Pokémon. Es wird dich treffen. Komm schon. Was ist das? Ja. Es war schneller. Unerwartet schneller. Ich wusste, ich kann auf meinen Sensor vertrauen. Sehr gut, sehr gut. Schon nicht schlecht gerade. Dankeschön. Also dann, Kurt. Du hast die Ehre, gegen die Letzten zu kämpfen. Und glaub mir, mit den beiden meine ich's ernst. Ich bin gespannt. Was geht's? Trio. Auf geht's. Okay. Hippowdon. Sandsturm. Ja, immer mit eurer Revenge. Und weißt du... Das bringt dir nicht so viel. Bulldoze! Mein Machamp trägt da so ein... Aua, so ein, ein Band, das hat stärkeren Angriff. Und dadurch, dass ich mich vorgedacht habe, ist meine Rache noch stärker. Oh. Also gut, vielleicht hätte ich doch besser vorgehen sollen. Aber Pia, hört's auf, glaub mir. Schaufler. Das ist das Diktree. Du schaffst das. Rache. Was? Das war merkwürdig. Mein Pokémon hat durch den Boden geschlagen, um dein zu treffen. Ich attacke was? Scheinbar. Muss ich eigentlich sagen. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Mein Pokémon hat die Fähigkeit Schildlos. Das heißt, es kann nicht erfehlen. LOL. Geil, OP. Das ist insane. Das war genau das Richtige. Also dann, es gegen mich geschlagen. Ihr habt eindeutig das Potenzial. Also gut. Ihr habt ja diese Säule dort wahrscheinlich gesehen in dem Gebirge. Ja. Ja. Dort ist ein Geheimgang. Was? Grab darunter. In dem Geheimgang unten, wo das Buch ist. Keine Ahnung, wovon du bist. Okay. Aber unter dieser Säule ist ein Hohlraum. Grab von dort einfach gerade nach unten. Und dann sollte sich das geklärt haben. Aber ja, was auch immer da ist, rüstet euch gut auf. Ich weiß selber nicht genau, Diktri konnte es nicht wirklich beschreiben, aber dort ist scheinbar viel los. Eine Menge Bewegung hat Diktri dort aufgespürt. Okay. Ja, mehr kann ich euch wohl nicht verraten. Aber gut, dann weiß ich, dass das hier in guten Händen ist. Vielen Dank dann für deine Hilfe. Wird alles, was ihr aufgebaut habt, wahrscheinlich nicht einfach einstürzen. Aber ja, sollten sich unsere Wege hier wieder kreuzen. Ich schau mal über eure Stadt und sorg dafür, dass das hier ein wenig ansehnlicher wird. Alles klar. Das ist das Ende von dir. Naja, aber jetzt drängt die Zeit. Naja, wenigstens war das hier nicht komplett umsonst. Also gut. Macht weiter so. Wenn ihr eure Pokémon weiter so gut behandelt, dann
könnt ihr zu echt guten Trainern werden. Ihr habt scheinbar Potenzial. Und vielleicht wird aus dieser Region hier was. Ja, Galterra übrigens. Ihr habt einen Namen. Das wusstet, war ich scheinbar nicht klar. Nee. Also dann. Ich muss los. Man sieht sich hoffentlich wieder. Bis dann. Man sieht sich. Ja, ich weiß, du willst raus. Ja, ich hab sie vielleicht unterschätzt. Na komm, du. Woher soll ich wissen, dass dieses Machumai diese Fähigkeit hat? Ja. Wenn ich das nächste Mal gegen die kämpfe, bringe ich Stalobor. Dich und Stalobor. Und dann wird das wahrscheinlich nicht so einseitig hin. Was ist das mit dem Wasser drin? Sein Garados war scheiße schnell. Hast du das gemerkt? Das Mudbreak konnte nicht schneller sein. Habe ich Mudbreak extra auf Geschwindigkeit ausgelegt. Aber. Was ist das eben? Das habe ich als Arenaleiter oft genug erlebt. Das werde ich wohl noch oft genug erleben. Wir sind dazu da, übertroffen zu werden, Dactrio. Da können wir nichts gegen machen. Ach, keine Ahnung, das, was Lilia gesagt hat. Da musste ich ihnen wohl nicht sagen, dass sie von hier verschwinden müssen. Denn was auch immer hier vorgeht, ist merkwürdig. Aber vielleicht können sie die Ersten sein, die dahinter kommen, die es herausfinden, die es verstehen. Das ist schön. Trio. Ich benachrichtige meinen Flieger. Und du kommst dann in den Pokéball, ob du willst oder nicht. Und dann sind wir in der Luft. Das ist halt so. Das musst du akzeptieren. Ja, ich brauch den Heli. Will weg aus diesem Drecksloch. Gut. Ich warte. Trio. Was für ein Tag. Was für ein Tag. So. Dieses Storybit wird damit beendet. Was erwartet die Spieler wohl unter dem Berg? Ich bleibe gespannt. Doch vielleicht wird das eine Sache für direkt die nächste Folge. Deswegen kehre ich nochmal kurz als Professor Spruce zurück. Und dann beenden wir die Session. Für nächste Woche bereit zu sein. Kurz mit Spruce Superkräften zurückfliegen. Machen. Oh, mir jetzt ein bisschen schwindelig. Wahrscheinlich mit Schlafmangel. Hallo, Professor. Oh. Hallo. Wo wart ihr plötzlich alle? Le Professor, wo waren Sie? Wir haben gegen Turner gekämpft und der hat uns erzählt, dass wir bei dieser Säule da hinten einfach runterbuddeln müssen. Und das wollten wir so ganz schnell eben herausfinden. Oh, wirklich? Ja. Na gut, wenn dem so ist, dann machen wir das. Perfekt. Ich bin geladen. Und damit beenden wir die Session. Nein! Ich muss das. Ich hab von Anfang an gesagt, ey, ich hab's gerade schon gecallt. Oh Mann. Ich halte trotzdem nach, mein Spaß. Oh Mann, Teufel, warte mal. Tim ist der Teufelsperson. Das Einzige, was wehtut, ich kann nächste Woche halt nicht. Das ist normales Game Master Syndrom. Ich bin halt erst nächsten Samstag wieder zu Hause.
Ausnahme, bist du diesen Sonntag auch dann weg? Also ich fahre diesen Samstag los. Ich habe ja auch schon deswegen in der Gruppe geschrieben. Sonntag bin ich zu 100% nicht da. Ja, ich habe auch gesagt, ich fahre am Samstag und laut meiner Mutter komme ich auch am Samstag wieder an. Also, ja. Das sind meine Zeiten, die ich gerade schon mal ganz klar sagen kann. Also bisher, ich würde trotzdem sagen, durchziehen. Also. Na gut, dann werde ich da fehlen. Ich glaube, es ist aber weniger schlimm, als du denkst. Okay. Aber seid ihr denn am Sonntag oder so genug? Weil ich habe gesagt, ich bin nicht da. Sanoi ist nicht da. Ist Meli da, ist die Frage. Das ist ab jetzt egal. Ach so, ja, stimmt, okay. Ja, yeah, okay. Habe ich jetzt gerade irgendwie. Player. Aber wir machen das jetzt gerade Roleplay-mäßig. Minimum. Okay, weil ich bin auch vollkommen geladen. Randall rennt so schnell runter, dass er aus Versehen boop, irgendwo hinfällt mit einem HP. Sogar legit ein HP, wird bewusstlos, fällt für die nächste Stunde aus. Niemand weiß, wie das ist. Wir sind sowieso in einem falschen Game-Mod. Wir haben keinen Hunger oder so und werden nicht sterben. Naja, wir haben noch Peaceful Mode vom letzten Mal Bowser schon gehabt, aber ist egal. Naja, alles gut. Peaceful ist eigentlich besser, Jungs. Oh, ich finde das so auch eigentlich auch fein. Essen ist also so nervig. So. Jetzt gibt's ja eine Mechanik, um unbegrenzt Essen zu kriegen. Na, ich hab schon gefühlt. Ja, wie wär's, wir erklären, worin ihr euer Renown investiert. Ich habe eine Frage, ob man das auch nehmen könnte. Ja. Sagen, dass sich jeder eine TM oder eine CP aussuchen darf. Das kann man machen, das ist gut. Was aussuchen? Nice, eine TM. Was aussuchen? TM aussuchen? Darf man sich auch eine TM aussuchen? Okay. Ja, aber unter bestimmten Kategorien. Wenn ihr alle eine gute wollt, dann kostet das eine Menge Renown. Und ihr könntet stattdessen einfach einen Trader holen, der für immer da ist und sie immer haben könnte. Nur für Geld. Okay. Was ist, wenn wir sagen TP und wir das nerven? Und das eine gute ist? Das ist immer noch relativ teuer, weil es halt eine gute... Ja. Alter, mega Glurak X. Okay, ja, verständlich. Aber erzähl erstmal, wie viele Punkte wir haben und was so der Preis mit uns. Genau. Wir addieren die Punkte zusammen, weil ich wollte gucken, dass ihr alle zusammenfasst, was ihr, weil eure Erlebnisse und Quests und so weiter gehören auch dazu. Dementsprechend will ich das nochmal mit euch allgemein zusammenfassen. Aber fangen wir mit der Stadt an. So. Einen Moment, ich muss kurz wieder meine Notizen aufmachen. Oder lass am besten zur Discord gehen, da habe ich keinen Push-to-Talk, das ist einfacher. Eben dabei. Ja. Switchen wir mal eben rüber. Ja, mein Minecraft spackt gerade. Einen wundervollen. Guten Tag. So. Tag. Was eben das Dokument öffnen. Ich mach schon mal die Musik aus. Ah, oh. So. Sorry. Bam. Jetzt hab ich keinen Push-Talk mehr. Genau, aktuell Stand. So, also, ihr habt erstmal als solches ein Hauptgebäude. Da ist ein Punkt. Ihr habt für jeden eurer Charaktere oder ich sag mal für die meisten wenigstens einen Grundsatz von einem Gebäude. Das ist wieder ein Punkt. Ihr habt einen Park errichtet, einen öffentlichen. Das ist noch ein Punkt. Ihr habt schon einige Gebäude für potenzielle Besucher mit schöner Ästhetik gebaut. Das ist noch ein Punkt. Ihr habt einen Plaza. Noch ein Punkt. So. Wir haben einen Dorfbewohner, maybe? Nee, für einen Dorfbewohner. Ja, ihr müsst ja bezahlen, um einen Dorfbewohner zu kriegen. Da kriegt ihr ja nicht wieder einen. Stimmt. So. Aber gleichen wir nochmal so mit Quests ab. Ihr habt die Cyber Knights aufgehalten. Das sind 2 Punkte. Das ist ein bisschen Mehrwert. Quests und Events sind größtenteils Mehrwert. Ihr habt das Mysterium der Säule gefunden, das ist ein Punkt. Ihr habt den Eisturm überwunden, das ist ein Punkt. Und genau,
das Geheimnis in der Nähe der Wüstenstadt entlüftet Kelvin. Und gegen den Drachentrainer dort gekämpft. Ja, das hat Drachentrainer? Das hat Kelvin quasi gemacht. Jo, das ist noch ein Punkt. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die euch einfallen? Ah, ihr hattet einmal einen Random Encounter, Leon und Vipin, mit dem Cyber Knight. Den habt ihr besiegt, das ist auch ein Event. Mit der Pokédex, ja, das ist auch ein bisschen mehr. Wir haben den guten Jörg gefickt. Das war's, der Jörg erzählt. Danke. Adina und Adina und Lars haben auch nochmal einen Cyber Knight aufgehalten. Ja, auf jeden Fall. Yes. So. Dann noch irgendwas, was euch einfällt. Ah, die Wachtürme. Das ist auch ein Punkt. Mm. Die Wachtürme, ich fast vergessen. Die habt ihr auch. Die sind auch schön aufgebaut worden. Das zählt auch als so ein Meilenstein. Okay. Wenn euch nichts mehr einfällt, addiere ich mal zusammen. Bäume gepflanzt in der. In der Stadt. Wir haben Schotterwege, 10 Schotterwege? Ne. Ein bisschen auf Punkte geiern. So. Ihr habt momentan Total Score von 14 Rina. Das ist ganz okay. Jetzt sage ich euch nämlich, wie teuer der ganze Stuff ist. So, oder ich mache einfach was anderes. Ich kopiere hier was. Und sende es. Ah, fuck, das ist mehr als 2000 Wörter. Passt das? Nein. Oh, das sind 1001. Schick das Sahne und. Ah, nee. Ist egal. Vielleicht so, ich mach das in 2. Ja. Abschnitte. Oh mein Gott. In den Klammern immer am Ende steht der Preis. Und jeweils bei den Trainern steht die passende Fähigkeit. Hier haben wir noch Items. Dazu kommen noch TMs/TRs. So. Aber wir teilen uns diese Punkte. Mhm. Wir erarbeiten hier zusammen. Das heißt, XP-Teiler, einer bringt halt nur einer Person was. Ich hab doch gesagt, wenn ihr Items holt, kriegt ihr alle dieses Item. Okay. Wenn XP-Teiler holen, kriegt jeder einen XP-Teiler. Ja. Okay. Also, wir können jetzt schon mal für diese Session aussuchen. Wir können aber auch sagen, wir sparen oder sowas. Jo. Die sind Sachen sind gar nicht so teuer. Ich würde sagen, sparen wäre doof. Nee, ich habe jetzt noch nicht geguckt, was die kosten. Deshalb einfach. Das teuerste, was ich gefunden habe, waren 4. Und wir haben 14. Wäre, also ich spontan wäre auch 5, stimmt, hier ist auch 5. XP-Teller ist huge. TMs. Danke, TM. Was ist denn EXP-Teiler? Was soll das? XP-Teiler, also jetzt die Frage: XP-Teiler oder XP-All? XP-Teiler. XP-All will ich nicht verwenden. Das okay. Ist so krass eigentlich. Verständlich, ist sehr verständlich. Wir wollen das ja länger spielen, dann willst du nicht. Ein Pokémon und dann kriegst du. Das sorgt dafür, dass du 3,5 mehr XP kriegst als normal. Automatisch. Ja. Weil dein Lead-Pokémon kriegt die volle XP, alle deine anderen Pokémon die Hälfte. Das Ding ist, ich verstehe noch nicht ganz. Macht's halt so. Man kann sich TMs aussuchen. Spielen, ne? Oder man kann sich irgendwas holen, womit man TMs kriegen kann oder sowas. Wir können uns einen Händler kaufen, einen Händler holen, der TMs verkauft. Oder wir sagen, wir geben 5 Punkte zum Beispiel aus, um jeder eine krasse TM auszusuchen. Dann nimmst du Schwertanz, ich nehme Erdbeben zum Beispiel oder so, keine Ahnung. Ja, genau, aber das ist ineffektiv, ne? Wir wissen nicht, ob der TM-Händler gute TMs hat. Das hat ein bisschen Angst. Wir können 2 TM-Händler holen, die immer jeden Tag halt Minecraft Day einen neuen Stock haben. Stimmt, die TM-Händler wechseln den Stock. Die resetten das ist eigentlich gut. Jeden Minecraft Day. Ah, 2 TM-Händler, das wäre auch krass, ja. Deswegen, also, das ist halt so, für einen Long Run ist so ein Händler oder so halt immer besser, ne? Oder so ein Trainer. Für bestimmte Sachen.
brauchen alle unbedingt eine Attacke, weil wir die irgendwie nicht bekommen aus dem Ding. Da können wir sagen, ja, wir nehmen jetzt eben eine TM. Genau, also... Keine Ahnung. Ich meine, wenn wir mit 2 TM herholen, haben wir, kostet das 8 und wir haben immer noch 6 dann, ne? Ja. Ich meine, klingt doch nicht schlecht, oder? Ja. Okay, dann müssen wir, dann geht das Geld grinden los, let's go. Was witzig ist, ihr habt nur einen Trainer bei euch. Eben. Ja, safe da ist. Wir haben schon echt teuer. Wir werden sehr lange farmen. Ja, aber dann halt als nächsten Call. Wie wär's, ihr holt euch danach noch Trainer? Ja, bitte, lass mal mehr Trainer nehmen. Oh mein Gott. Was kostet also, ein Trainer? Also, by the way, mit den 2 TM-Händler sind alle damit einverstanden. Also, sind alle fein. Ja. Jo. Okay. Zahno ist nicht da, keine Ahnung. Alle Anwesenden sind fein. Mein Gott, ich war hier jetzt die ganze Zeit über am Reden und gemütet. Ich hab ja auch gesagt. Perfekt. Okay, dann. Wie wär's mit einem Schnösel auch? Gib mehr Geld. Ich mir minus. Wie wär's mit mehr Rüpeln? Ich will eine Rüpelagentur. Eine Schnösel gibt mehr Geld. Naja. TM-Trainer und Schnösel. Ja, TM. Ja. Händler. Wie viel kostet ein Schnösel? Ich sehe es, ich finde ihn gar nicht. Da. Ne, Schnösel. 3. Dann sind wir bei 11. Der kostet 3. Wir können einen Schnösel nehmen. Aber auch die Gentlemans und so weiter, die geben deutlich mehr Geld, aber die kosten halt 4. Wir können theoretisch einen Schnösel und einen anderen noch nehmen, weißt du, dann haben wir 2. Das gibt im Endeffekt, glaube ich, immer noch mehr als der eine Gentleman. Ich weiß nicht, wie viel die geben, was wir da vermuten. Und mehr Pokémons, was bedeutet mehr XP? Mehr XP zum Trainieren, stimmt. Also, Schnösel, also, oder? Ja. Ich würde Schnösel nehmen und einen Schnösel, anderen. Und dann können wir zum Beispiel noch vielleicht einen Gärtner für Heil-Items, der produziert die. Und das sind 7 da, ne? Ich meine hier Kräuter, Heilkräuter. So. Das sind 7 Punkte dann, ne? Ihr habt noch 6. Ach, stimmt, der Gärtner kostet 4. Ich bin. Welche hat das? Der Gärtner ist ein bisschen higher Tier. Was kostet dazu denn noch 3 oder weniger? Also wir haben noch 3 dann. Oder gehen wir doch für den hier für den Gentleman und sparen die 2 Punkte. Weil wenn wir jetzt ja, bleiben wir jetzt bei sein. Easy oder bleiben wir jetzt bei Friedrich oder gehen wir wieder auf Easy hoch? Aber was sind denn Linsen? Linsen sind ein bestimmter Typ von Item, die erhöhen meistens deine Crit-Chance oder Präzision oder so. Okay. Sind halt gute tragbare Items. Okay, ja. Aber wie viel Geld mehr ist das denn als Schnösel, also Gentleman und... Deutlich anscheinend, ne? Deutlich? Es gibt deutlich mehr Geld bei Niederlage als die anderen Trainer. Ja, okay, dann würde ich doch sagen... Und bei Schnösel ist halt etwas... Gentleman. Mehr. Dann würde ich sagen Gentleman. Und sparen wir 2 Punkte? Ja. Ja, Gentleman. Alle einverstanden? Ja. Gentleman, ja. TM-Trainer und TM-Händler. Alright. Dann wäre das festgelegt. Direkt in der nächsten Session werdet ihr diese neuen Besucher haben. Sehr schön. Das ist das Schlauste, was wir machen könnten. Ich brauch Schwertanz. Erstmal auf Erdbeben geiern. Du musst auch Schwertanz geiern. Ja. Schwertanz nämlich auch, aber mehr Fokus auf Erdbeben. Oder später wird das, was ihr braucht, dann kommen, weil so 2 Händler, das ist schon krass. Wenn ich Erdbeben habe, eskaliere ich. Ich weiß gar nicht, was für TMs gut für mich wären. Du hast eine sehr große Breite, aber bei mir könnte jedes Pokémon Erdbeben erlernen. Hm. Ich glaube, ich habe außer Golbat habe ich keins, was ich Erdbeben kann. Na, du wirst ja nicht. Mit einer TM bist du versorgt. Wobei ich weiß nicht, ob es jetzt nach den legiten 8. Gen-Regeln ist und es nur noch die TR gibt. Ne, es gibt TMs. Hab ich beim... Weil ich glaube, eigentlich in der 8. Gen gibt es halt keinen Erdbeben mehr als TM. Deswegen weiß ich nicht. Dann bin ich sehr sad. Du bist oder so schon OP mit deinem Revenge von Mashok. Ja, das war heftig. Ich glaube, Revenge ist noch nicht mal die Karte auf der Attacke. Ihr habt gut abgeschnitten.
Mein Garados ist einfach so fast, ey. Ja. Mein Maschok kann Doppelhieb, das ist eine Drachenattacke. Das ist auch cool. Boah, ich werde Choice Band runternehmen, weil auch weil später bekommt das Bulk ab. Dann jetzt ein Spider-Bulk, das ist cool. So, ja, ich sag mal, das war's für heute, ne? Das war ja dann für heute Pixelmon und Sonntag geht's direkt weiter. Und jo, dann. Ich bin ja wenig auf Entzug, wir können gehen morgen zocken, Mensch. Nee, wir bleiben mal bei Sonntag. Das hat schon Bock gemacht. Ey, wenn du Freitag kannst, dann kannst du auch zu mir kommen, Alter. Das stimmt. Ja, machen wir vielleicht. So, ich bin nochmal kurz weg, gleich wieder da. So, das war jetzt endgültig Session 4. We did it. Nach so langer Zeit haben wir es geschafft, Session 4 zu machen. Ja, hier wird, ich sag mal, so einer der ersten vernünftigen Plotpoints introduced, glaube ich. Also, ab nächste Session kann man erwarten, dass immer mehr Zusammenhänge zwischen den ganzen Events steht. Jetzt am Anfang war so ein bisschen rumgeplemper. Ich glaube, ich habe die Spieler auf eine gute Skalierung gebracht. Also eigentlich die Pokémon hatten sehr gute IVs. Ich meine, als ich die created habe, hat man ja einiges davon gesehen. Ein gutes, passendes Wesen, starke Items, nices Attack-Set. Eigentlich waren die schon ziemlich gut. Und ich habe nicht erwartet, dass die so gedownt werden. Bei Kurt habe ich das erwartet, bei den anderen wiederum nicht. Bei Randall war es ein knapperer Kampf. Aber plötzlich die Stab-Innie von Zengo dabei. Aber das war schon epic. Ich finde, das waren sehr gute Kämpfe trotzdem. Ja. Sonntag, 16 Uhr geht es weiter. Und das war's für heute. Agubai!